um sie nochmal richtig bloßzustellen, mache ich den Tafsir sogar auf. Leute, ich stelle sie richtig bloß heute. Sure 65, Vers 4. Dann lesen wir, ob damit Kinder gemeint sind oder nicht. Ah, kommt schon. Schreibt schon mal alle, Alhamdulillah, den Vers davor. Der Vers davor rettet den Vers danach nicht. Habe ich schon gelesen. Rettet nicht. Hier sagt ein Mädchen, liest den Vers davor. Bruder, der Vers davor hilft nicht mal, löst nicht mal das Problem auf im Vers 65, Vers 5 und 4. Das hilft, das löst das Problem nicht. Die haben keinen gescheiten Kontext. Ja, ja. Und dann wollen sie noch gegen das Christentum schießen. Heute werdet ihr weinen gehen. Ich zeige euch jetzt, was in eurer Schrift drin steht. Ich habe vor ein paar Tagen... Ganz kurz, ich lese es vor. Leute, wir haben jetzt Tafsir al-Jalalain. Mhm. Ja? Was Sure 65, Vers 4 belangt. Hört zu, Leute. Wir sprechen hier von kleinen Kindern. In dem Tafsir wird das erwähnt. Hört zu. Danach möchte ich bitte, dass die Muslime schreiben, Alhamdulillah, wir sind dafür. Bitte. Al-Jalalain wird danach daif. Ja, danach ist alles daif. Sagt einfach Alhamdulillah. Wir lesen in den Tafsir kleine Kinder. Ich hoffe, dass ihr schreibt Alhamdulillah. Ja? And as for those of your women who read Alahia or Alaya in both instances, no longer expect to menstruate if you have any doubts about their waiting period. Their prescribed waiting period shall be 3 months. An Frauen, die etwas älter sind, die ihre Tage nicht bekommen, warte 3 Monate. Ich übersetze das. Ich übersetze das auf Deutsch. Das ist gar kein Problem. Frauen, die etwas älter sind, ja, ist die Wartezeit 3 Monate. Leute, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Hört zu. Jetzt lesen wir gleich kleine Kinder. Guck jetzt. And also for those who have not yet menstruated because of their young age, their period shall be 3 months. Alhamdulillah. Jetzt, meine Lieben, jetzt bitte an die Muslime Alhamdulillah in den Chat. Kommt schon, traut euch. Alhamdulillah. Tafsir al-Jalalain, wir können auch Ibn Kathir nehmen. Kommt schon, schreibt mal alle Alhamdulillah. Ihr seid dafür. Ja, was ist los? Kein Alhamdulillah. Sagt Alhamdulillah. Flex, du lügst. Hey, Phänomeno. Phänomeno, hör auf, das zu schreiben. Du bist kein Moslem-Phänomeno. Hör auf, Mann. Ja, das zählt nicht. Ja. Das zählt nicht, Bruder. Das zählt nicht, Bruder. Du darfst es nicht sagen. Ja, ja, so sieht's aus. Das beste Argument, was ich jedes Mal höre, für egal welches Argument, ist nein. Wahnsinn, ne? Bruder, der wahre Glaube. Ich lasse jetzt mal die Brüder reden, weil die Brüder wollen unbedingt was sagen, weil ich rede jetzt schon die ganze Zeit. Nee, mach weiter, Bruder. Shalom erstmal, Shalom, Gott segne. Shalom. Gott segne, mein Bruder. Ja, mach kein Problem. Hallo, also, Flex. Wenn ein Muslim hochkommen will und darüber reden, ist kein Problem, dann können wir darüber reden. Okay, aber soweit machst du das gut. Dann tue ich mal ganz kurz die Brüder von oben bis unten kurz bearbeiten und dann... Ich gehe runter, ist kein Problem, ich gehe runter. Okay, Bruder, kein Problem, wenn also du sagst. Gottes Segen. Sia, was möchtest du denn uns weitergeben, weil dann machen wir kurz weiter mit der Aufklärung. Ja, also ich habe auch so, keine Ahnung, 2 oder 3 Fragen, weil du weißt, also ich war nicht so lang auch im TikTok und so, ich habe mich auch sehr beschäftigt auch und so und ich habe auch mit dem paar Muslime sind noch, habe ich auch so unterwegs war und die haben auch so mir gefragt und so, wieso hast du auch so schnell entschieden, muss auch nicht so sein und so. Und hat mich auch Fragen gestellt und so. Ich habe auch in meine Gedanken war und ich habe das geantwortet. Aber die haben gesagt, nein, das stimmt nicht so und auf jeden Fall. Und was stimmt nicht? Also der meinte mit dem Johannes Täufer, ne? Johannes Täufer, ja, was ist mit Johannes Täufer? Der sagt auch, dass er hat doch vor Jesus auch gekommen, er hat doch von dem Weg von Jesus hat leichter gemacht
Und dann danach war er im Gefängnis. Warum? Er hat doch so wieder gefragt, hey, du bist doch die Messias oder musst du noch von anderen warten, ne? Und Johannes der Täufer wurde therapiert, das wissen wir. Aber was ist das Problem mit dem Johannes der Täufer? nein, der meint quasi, dass es so eine Stelle gibt, wo im Gefängnis Er wurde. wurde therapiert. Ja. Ja, okay. Ja, und der hat doch schon, ja klar, aber danach hat die Apostel von Johannes hat auch zum Johannes gekommen, hat auch das Johannes hat auch die Frage gestellt, ne? Und da hat auch der meinte gehen zum von also meint von Jesus die Fragen, bist du die Messias oder musst du von anderen warten? Weil der hat auch das die Na, Apostel haben auch das gesagt. jetzt, wie heißt der Bruder? Sie. Sia, Habibi, schau mal, hörst du mich gut zu? Die haben nicht gesagt, bist du der Messias, die haben gesagt, bist du derjenige, der kommen soll. Johannes der Täufer, er wurde von Heiligen Geist geführt, von Mutterleib schon an war er erfüllt mit dem Heiligen Geist, Elisabeth, der Mutter. Gott hat ihn auserwählt zu seinen Propheten, also bevor der Jesus Messias kommt, als den Wegweiser, dass der kommt, dass halt der Messias kommen wird und uns retten wird. Er war der Bote, von dem Herrn geschickt worden ist. Warum Johannes der Täufer diese Frage gestellt hat, das ist eine sehr, sehr wichtige Stelle. Johannes wurde durch den Heiligen Geist geführt in dieser Wort. Dazu lesen wir, Flex, kannst du das, hast du die Bibel bei dir, Bruder? Gib mir einfach erst. Jesaja 35, Vers Ja. 1, Vers 1 und Jesaja 6. 35. Genau. Ja. Das war das gemeint, was der Prophet Johannes Kannst du mir meinte. Jesaja 35, Kapitel 1 meinst du? Genau. Ne, Jesaja 35, Vers 1 bis 6, Bruder. Ja, aber besser wäre es, zuerst mal die Stelle zu lesen im Neuen Testament. Also wenn Ja, ich nein, schlag nein. auch gleich, Nein, nein, ich schlag auch gleich. Habibi, lass mal. Also, diese Stelle geht um Jesaja 35. Hier geht nicht um. Dann kommen wir auch wieder auf Matthäus, Kapitel 11, Vers 1 bis 6. Das gleiche ist Soll das ich Problem. vorlesen? Genau, les mal. Okay, 35, 1. ich Da schlage sehen auch. wir, hier, diese Stelle, hier, Habibi. Hier Stelle, der Heilige Geist will hier offenbaren, wer der Messias ist, wer Christus ist. Deswegen hat der Heilige Geist dieses Wort in Johannes sein Herz gelegt, dass Johannes fragen soll, weil Johannes war von Gottes Geist geleitet, nicht von menschlichen Gedanken, sondern von Geist Gottes war er erfüllt. Lies mal, Bruder. Ja, aber kannst du mir kurz die Stelle aus dem Neuen Testament geben? Habibi, das ist Matthäus Kapitel 11, Vers 1 bis 6. Wir lesen erstmal Jesaja 35, 1 bis 5 bis 6. Aber ich habe auch so Dem noch. Gericht über Edom, über die Nationen, wird die Verheißung des Segens über Jerusalem, also über Nein, das Volk. Jesaja 35. Jesaja. Genau. Bruder, ich glaube, meinst du Jeremia vielleicht, Bruder? Nein, nein, nein. Warte, Habibi, warte, warte. Darf ich kurz die Stelle aus dem Neuen Testament lesen, damit Nein, wir. nein, ich lese die Auslegung. Die Auslegung ist dem Nein, nein, Gericht. nein, 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 nein. Lies mal, lass mal Auslegung. Nimm Okay. das die Bibel in der Hand, Bruder. Freuen werden sich die Wüste und die Dürre, Land Richtig. jauchzen, wird die Steppe aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und jauchzen. Ja, jauchzen und jubeln. Und die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben. Die Pracht von Karmel und Carmel, Carmel. Scharon, Karmel, ja genau, und Scharon sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes stärkt die schlafen Hände und festigt die wankende Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, das ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst auch wird euch retten. Dann werden die Augen der Der Blinden Blinden aufgetan. aufgetan, hier, genau, das hier ist die Stelle zum Beispiel, er sagt, sieht, euer Retter kommt, er wird selbst, euer Gott kommt selbst, Jesaja sagt das, ne? Gott kommt selbst. Und was wird er tun, weil Gott selber kommt? Der wird die Blinden die Augen auftun, die Taube die Hören zu bringen. Und als Johannes seine Jünger geschickt hat und die Jesus Christus gefragt haben, bist du derjenige, der kommen soll? Was hat Jesus gesagt? Sagt Johannes, die Taube hören, die Toten wird er auferweckt, die Lahme gehen. Ne, Seele, die mir an nicht zweifeln, sagt Jesus Christus. Genau das ist die Stelle. Jesus bezeichnet hier klar durch, ich bin der Herr, ich bin Gott.
Ich muss ganz kurz schnell was erwähnen. Sia. Ja. Genau, das musst du ihn das aufklären, Bruder. Sia. Ja, hörst du mich? Du musst aufhören, in diese Streams reinzugehen von den Muslimen, sonst wirst du manipuliert. Nein, 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 also ich war nicht beim Stream, sondern ich habe auch das von selber von dem Freund, der hat auch so mich gefragt. Deswegen, ich habe auch meine Meinung, habe ich auch das gesagt, weil ich habe auch das gesagt, ja, es kann auch Menschen auch durch Verzweifeln auch so gehen. Nein, 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 Bruder, das war kein Zweifel. Das er zitiert hier Jesaja 35, weil Gott ihn geführt hat durch den Heiligen Geist, dass er verstehen soll, was. Und dann hat Jesus Christus diese Antwort gegeben in Matthäus Kapitel 11, Vers 1 bis 6. Selig sind die, wenn ich zweifle, sagt er, die Toten werden aufgeweckt, die Blinde sehen die. Und deswegen sagt in Jesaja 35, wenn wir das lesen, das Wichtige ist, dass du das Wort Gottes studierst. Wenn du das Wort Gottes nicht kennst, dann wirst du sehr schnell aus der Reihe geführt. Das Wort Gottes legt sich von alleine aus. Das sind Puzzlestücke. Und du musst es in das Alte Testament und das Neue Testament, das ergänzt sich. Und nicht anders. Und das ist der Geist Gottes, der redet und nicht ein Johannes, der da einfach aus sich selber, nein, er musste diese Worte sprechen, damit Jesus Christus auch den Antwort darauf, seine Antworten gibt. Er glaubt den Boden zum Beispiel, hier sagt er bei Jesaja 35, 4, da sagt es zu denen, die versagten Herzen haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, das ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt, wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen, wie der Hirsch in der Zunge der Stumme Lob singen. Und dann musst du ja Matthäus Kapitel 11, Vers 1 bis 6 gehen. Ja, darf ich das vorlesen? Ja, bitte. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Und jetzt kommt das Zitat. Blinde werden wieder sehend und Lahme gehen umher. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt. Richtig, weil der Prophet Jesaja, Entschuldigung, weil der Prophet Jesaja sagt, euer Gott selbst kommt und wird sie Dinge tun. Und das hat der Herr durch den Heiligen Geist von Barten Johannes, dass Johannes erkennt, dass der Jesus wirklich der wahre Gott ist, gekommen uns zu retten im Fleisch. Richtig. Also hier, merke dir diese Stelle, Jesaja 35, 1, das ist 750 Jahre bevor Jesus Christus kommt. Das hat Jesaja prophezeit. Mhm. Ja. Und das ist ein prophetisches Wort, was hier geschehen ist. Durch den Johannes der Täufer. Ja. Ich denke, seine Frage war eher, warum hat Johannes das gefragt? Warum? Ja, das war das. Das habe ich verstanden. Deswegen habe ich ja, auch das habe ich auch jetzt verstanden. Ja. Genau. Das hat der Prophet Jesaja prophezeit. Das war ein prophetisches Wort. Ich möchte das nur kurz halten. Sia, ja. halt dich vom Sohn des Teufels einfach fern, der dich belügt. Ganz einfach. Ja. Und in Streams, die sowieso Bibelworte komplett, so wie Jesaja, 4. Buch Mose 31, 17 bis 18 komplett verdrehen, obwohl es um die Amidianiter geht, wo sie es verdrehen, halte dich einfach davon fern. Vor allem, wenn du und mit dem Biliam an, dass wenn du zum Beispiel 4. Moses Kapitel 24 und so 23 gehst, dann gehst du bis zum 31. Das hat eine lange Geschichte. So Biliam, der Balak hat zu Biliam gesagt, der Prophet Biliam. Ich habe das schon erklärt, Bruder. Genau, er sagte, du musst mir diesen Volk verfluchen. Und jenes, er konnte das nicht verfluchen, weil Gott gesagt hat, ich habe diesen Volk gesegnet. So, was haben die gemacht? Der hat gesagt, aber ihr könnt was machen. Was hat er gesagt, was ihr machen könnt? Ihr könnt die Israel zum Unzucht führen, deren Kinder, die Töchter und die Söhne zum Unzucht zu führen, damit dieses Volk uneinig wird und in die Sünde fällt, von Gott abfällt. Verstehst du?
Und dann gehst du in Offenbarung, da Gott zum Beispiel, Gott gibt eine Antwort darüber. Offenbarung Kapitel 2, also Vers ganz kurz, 14. Ganz kurz, da schreibt einer, liebt eure Feinde. Ja, wir lieben unsere Feinde. Aber wer die Heilige Schrift angreift, dagegen müssen wir Apologetik betreiben. Okay? Genau. Thema, wenn dein Gott, dein Allah, der ein Schienbein hat, ja, während sein linker Schienbein amputiert ist und sein linker Arm amputiert ist und er zwei rechte Hände hat. Der Schienbein ist in der Hölle. Schau mal, Bruder Flexer, es geht um den Midianiter zum Beispiel. Und du musst auf jeden Fall da eingehen. Genau, die Midianiter haben etwas gemacht, was in Gottes Auge böse war. Gott hat nicht gesagt, alle. Er sagte, die Frauen, die Beischlaf mit den Männern geschlafen haben und Unzucht getrieben haben, das soll getötet werden. Warum? Weil genau diese Leute haben die Israeliten, die Töchter und die Söhne zum Unzucht getrieben, mit denen Hurerei getrieben. Ich sag dir, wenn jemand deine Kinder jeden Tag Drogen gibt und du musst die Ursache bekämpfen, wie wirst du das machen? Du wirst alles Mittel benutzen, damit du deine Kinder bewahrst und deine Kinder rausholst aus dieser Kerker der Finsternis. Genau. Und das hat Gott gemacht. Offenbarung. Ich werde mal das erklären, was du gesagt hast. Es geht ja auch darum, dass Moses ja auch entsetzt war, dass der Bann an die Midianiter nicht vollzogen wurde, also der komplette Bann. Und dann wissen wir auch, dass er dann auch befiehlt, diese Knaben, Frauen und auch zu eliminieren. Warum? Er ist Gott gehorsam. Und diese hatten auch die Möglichkeit, umzukehren und den Herrn anzunehmen, haben sie aber nicht getan. Und deswegen war Moses Gott gehorsam und hat befohlen, Kinder und Frauen etc., du weißt schon, der war. Genau, und der Problem ist, es war der Biliam hat diese Sache verursacht. Lest mal die Offenbarung Kapitel 2, Vers 14 und dann bin ich auch still, Bruder. 2 Vers, Moment. 14. 2, 14, ich hab's gleich, das geht schnell. Oh, wow. So, wir lesen einmal in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du doch dort solches hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der dem Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, so dass die Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Genau, genau, das war die Ursache. Deswegen haben wir einen gerechten Gott. Genau, das hat Gott geantwortet in der Offenbarung drüber. Ganz einfach, wir haben einen gerechten Gott. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass er uns das Evangelium gegeben hat, dass er uns diese Erkenntnis gegeben hat, dass wir weiterhin die Schrift lehren, weiterhin weitergeben können und auch darüber sprechen können. So, jetzt tun wir erstmal von oben mal runter abarbeiten. Erstmal Amen. Und meine lieben Geschwister und Brüder, ihr seid alle faul zum Liken, ne? Ich habe schon gemerkt. Ich weiß schon. Ja, vielleicht letzte Frage. Also ich wollte auch das und danach auch schon gehen. Es ist auch, ich wollte auch die Bibelverse auch so wissen, wo Jesus auch sagt, betet nicht wie Heuchler und Das ist die Bergpredigt, das liest du in Matthäus Kapitel 6, Vers 1 und dann kannst du weiterlesen, da kommt die Bergpredigt. Da geht es um die Almosen, das Beten, das Fasten, das wird alles prophezeit auch in der Bergpredigt. In Matthäus Kapitel 6, fang erst ab Kapitel 6 an zu lesen. Also Matthäus Kapitel 6, oder? Nochmal was? Matthäus Kapitel 6, oder? Genau, richtig, richtig. Es geht um Gebet, dass man nicht wie Heuchler betet. Genau. Und diese Almosen und das Fasten, das Beten. Genau, nicht auf die Straßen sitzen und ihren Kopf runter machen wie die Muslime, damit die von Menschen gesehen werden. Da sagt Jesus genau. Christus, weil das Gebete, machen die Muslime. Ja, genau, eure Gebete sind nutzlos. Ihr habt euch von Menschen da geehrt. Eure Ehre ist ja nur menschlich gewesen, mehr nicht. Das kommt euch nicht an. Ja, weil davor warnt uns der Herr Jesus Christus, weil die schmeißen einen Gebetsteppich draußen vor den Synagogen, sie wollen von allen erkannt werden, wie toll und wie schön sie sind, ja, und davor warnt uns der Herr Jesus Christus in Matthäus Kapitel 6. Und deswegen wissen wir, dass das Evangelium Gottes, Jesus Christus, was er uns weitergegeben hat, die Wahrheit ist. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank, Flex. Das hat mir viel auch weitergehört an andere Brüder. Gott segne euch und ja. Ich auch, Bruder, hier. Gott segne, Habibi. Also, Sia, Gottes Segen. Ciao, ciao. Ciao. Ja.
Jetzt fangen wir erstmal bei Dennis an. Dennis Bogdan, was können wir denn für dich tun, mein lieber Bruder? Erstmal Gott segnen alle. Du wolltest was ganz, ganz Wichtiges sagen, jetzt. So. Ja, und zwar an die Muslime. Lest ihr über eure Schrift oder warum in Sure 3, Vers 3 steht, und der hat auch die Tora und das Evangelium herabgesandt. Das heißt, wenn Muslime gegen das Evangelium oder dem Alten Testament was sagen, dann sagen die was gegen Allahs Worte und sind Kuffars. Ja, oder das ist normal. Sie schießen eigentlich quasi gegen sich selbst, das checken die nur nicht. Also die sagen, damit sind die originalen Schriften gemeint. Ja, welche originalen Schriften? Wo sind denn die originalen Schriften? Ibn Kathir hat in den Hadith, nicht in dem Hadith, selber gesagt, dass die Tora nicht verfälscht werden kann und dass die nichts aus der Schrift herausgenommen werden kann und dass die Tora die Wahrheit ist, sagt sogar selber Ibn Kathir. Und jetzt auf einmal, die spielen wie russisches Roulette. Die spielen, wie sie wollen. Die basteln sich so die Schriften so, wie sie wollen. Und deswegen sind sie nicht in der Wahrheit. Die lügen nichts, die gehen links, dann gehen sie rechts, dann gehen sie so, dann gehen sie wieder links und dann gehen sie wieder rechts und dann sagt, Auzu billah, ich gehe mal in der Mitte. Dennis, in Sure 3, in Sure 3, Surat al-Amran, wenn du die Vers zum Beispiel 55, 58 über Kassier liest, da steht, Allah hat selber die Gesetze geändert. Er war selber schuld. Ja. Ja, und dann, Wahnsinn. Da steht, Jesus hat was von dem, was verboten war, wieder halal gemacht. Da steht ja, ja. Ja, ja. Alles ist bei denen halal. Halal. Ja. Dennis, hast du noch eine Frage? Weil dann mache ich kurz weiter. Nein, das war's. Ja, darf ich noch kurz was sagen? Okay, Dennis, dann Gottes Segen und dann, wenn was ist, kannst du nochmal hochkommen, ne? Jo. Alles klar, danke. Gottes Segen, Bruder. Darf ich noch was kurz zu dem Vers da sagen, der gerade erwähnt worden ist? Gleich, mein Bruder. Ich lass dich gleich so viel reden, wie du willst. Ich mach kurz mit Gottes Kind weiter, aber da hat einer geschrieben, Flex, ich lade dich zu einem Tee oder Kaffee ein. Nein, ich habe kein Interesse. Warum soll ich mich mit dir treffen und Tee und Kaffee trinken? Lade mich ein. Ich trinke gerne Kaffee. Nehme dich auch. Komm gerne. Ja, du bist ja auch Kurde, das ist normal. Sag mir, Flex, ich trinke gerne Kaffee, Tee. Eine arabische Tee, Habibi. Eine schwarze, richtig gute Tee. Immer dieses Flex, lass uns treffen. Flex, lass uns treffen. Nein, dein ich muss Problem. Mich euch nicht treffen. Und Paklava auch noch dabei, bitte. Und ja, ich muss mich nicht mit euch treffen, in einem Tisch zu sitzen, über was, damit ihr mir sagen könnt, ey Flex, bitte rede nicht drüber. Aber ey, ich habe Angst, erst mal vor eure eigene Haustür. Flex, ganz ich kurz. Habe Angst, ich habe Angst, dass ihr mir kein Schwarze gibt, dass mir ein Kamelurin reintut, der Typ. Weißt du, wo das Problem ist? Wisst ihr, wo das Problem ist, Leute? Da stört die unheimlich, dass wir darüber sprechen. Aber Leute, kehrt doch erstmal vor eure eigenen Haustüre. Ihr wollt nicht, dass wir darüber sprechen, dann müsst ihr bei eure Dauerboys anfangen und denen sagen, hey, XXY, redet nicht über das Christentum, lasst das Christentum in Ruhe, wir leben doch schön und gut alle miteinander zusammen. Kehrt erstmal vor eure eigene verkackte Haustüre, wo voll mit Scheiße ist. Kehrt erstmal da. Kehrt erstmal an eure Haustüre, die voll mit Scheiße ist. Da ist ein Kuhfladen bis zum geht nicht mehr. Ein Kuhfladen bis zum geht nicht mehr. Da ist ein Berg voller Kuhflade. Da solltet ihr eigentlich anfangen. Halt doch kehrt erstmal eure Haustüre, wo voll mit Kuhflade ist. Aber ja? Und dann, ganz kurz, Mehemia, und dann könnt ihr sagen, ja, okay, gut, wir können den Kerl schon irgendwo verstehen. Ja? Aber diese heuchlerische Aktion, also sorry, also kehrt erstmal vor eure eigene Haustüre. Wo voll mit Kuhflade ist. So, jetzt ganz kurz, Nehemia. Gottes Kind, hello. Shalom. Shalom, mein Lieber.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass du mich hochgeholt hast. Natürlich. Ich verfolge dich schon etwas länger und ja, finde auf jeden Fall echt cool, was ihr hier macht mit der Aufklärung und auch bezüglich, dass ihr einfach die Wahrheit sprecht und rausbringt, ganz egal, was andere davon halten. Da bin ich echt dankbar für, dass Gott euch dort gebrauchen kann. Ich habe tatsächlich ein paar Fragen zum Glauben, aber ich möchte euch jetzt nicht den ganzen Abend beschäftigen, aufgrund dessen, dass ich Bibelforschung momentan ein bisschen mache und die Fragen mir auch immer aufschreibe. Beispielsweise in Jesaja 65, Vers 20. Okay. Da ist die Frage, die ich halt habe, von welcher Zeit spricht Jesaja da? Jesaja 65. Der Bruder, der wahre Glaube, wenn er möchte, kann er mit dir kurz reden. Solange schlage ich den Vers auf. Der wahre Glaube. Gerne. Welche Stelle meint ihr? Jesaja 65. Ich schlage das jetzt auch auf. Vers 20. Lass den Flex erstmal vorlesen und gucken Ja. wir. Also dort steht. Wenn du willst, du kannst vorlesen. Ist egal. Das geht um die 1000 gen Reich. Dennis. Dennis. Wo ist der? Bruder Dennis ist nicht oben. Wie heißt der, der Typ? Gottes Gotteskind. Kind? Hallo? Gotteskind. Ich dachte, Dennis heißt der. Habibi. Hier geht um Nee. 1000 in ihrem Reich. Ganz kurz, wahre Glaube. Gottes Kind? Ja. Kannst du sagen, dass Mohammed nicht dein Prophet ist? Mohammed ist nicht mein Prophet. Okay. Alles klar. Nee, alles gut. Alles gut. Mich würde einfach interessieren, wie lange bist du schon im Christentum? Bist du Christ oder bist du Atheist? Ich bin Christ, ich habe mich vor 2 Jahren taufen lassen. Ah, okay, alles gut. Okay, dann könnt ihr weiterreden. Wahre Glaube, tut mir leid fürs Nee, Unterbrechen. nee, es geht hier um 1000 in Reich, dass jemand Jesus Christus wiederkommt. Und das geht ja darum. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer 100-jährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Und wer 100 Jahre alt ist, wird noch als Fluch getroffene Sünde gehalten. Ach so, Genau. okay. Okay, weil ich dachte, wenn Gott halt neue Erde und neuen Himmel erschafft, dann Das ist spielt 1000 er in Reich. wohl keine Rolle mehr, Genau. ne? Ah, Ich guck okay. mal, und zwar, es werden zwei Arten von Menschen zur selben Zeit leben. Die einen, die altern, und diejenigen, die unsterblich sind. Genau. Die Unsterblichen sind dann die wahren Christen, die auferstanden sind. Und die anderen sind die normalen Menschen, so wie du und ich. Die, ich glaube, nicht auferstanden wurden. Weil wenn du auferstehst, wirst du zwangsläufig nicht an Altersschwäche sterben. Okay. Soll ich ganz ehrlich sein, Nehemia? Diese Antwort hätte ich jetzt nicht parat. Sehr stark von dir. Diese Antwort hätte ich jetzt echt nicht parat. Da muss man ehrlich sein. Danke. Da muss man ehrlich sein. Diese Antwort hatte ich gerade nicht parat. Boah, stark. Kannst Mann, du das Mann, Mann, nochmal Mann, Mann. wiederholen, dass ich nochmal mitkomme, das verinnerlichen kann? Also, es werden zwei Arten von Menschen leben. Okay? Ja. Die einen Menschen werden niemals sterben, weil sie schon auferstanden sind. Weil wenn du genau wie Jesus auferstehst, dann stirbst du nicht. Weil Jesus ist ja bis heute noch nicht tot. Warum? Weil er schon seinen verherrlichten Körper hat. Und wir werden wie Jesus diesen verherrlichten Körper auch haben, wenn wir von den Toten auferstehen. Und die, die nicht auferstehen und noch leben, werden sterben. Aber es wird halt eine Zeit kommen, wo wir sehr, sehr, sehr alt werden und wir werden nicht sterben. Also wir werden niemals sterben.
Weil wie kann jemand, der das ewige Leben hat, sterben? Das geht Gar ja nicht. nicht. Also, und die, die nicht an Christus geglaubt haben, werden sterben. Genau, weil wir glauben an Christus. Wichtig ist nur, dass wir viele Sachen durchsetzen müssen und besser sein müssen, Tag zu Tag. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich habe so viele Sünden abgelegt. Klar, ich bin immer noch ein Sünder, ich bin nicht perfekt, aber es gibt so viele Sachen, die ich abgelegt habe. Enorm viele Sachen. Sehr, sehr viele Sachen. Wenn ich so überlege, vor genau ein Jahr, boah, Leute, ich war verdammt schlimm. Ich war sehr, sehr schlimm. Ja. Und von heute auf morgen dieser Switch, wo ich mir sage, so, hey, nein, das geht so nicht. Denn ich glaube an Gott. Ja. Ja, Leute, alle Ehre gebührt dem Herrn Jesus Christus. Alle Ehre gebührt dem Herrn Jesus Christus. Und Amen. 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 Ich will noch ein Detail hinzufügen. Natürlich. Unsterbliche vermehren sich nicht. Sterbliche schon. Ja, ja, aber hier geht um den tausigen Reich. Ja. Wenn du jetzt den Vers 25 liest, dazu, les mal. Der Wolf und das Lamm werden miteinander weiden und die Löwe die Stroh fressen wie der Ochse und der Staub wird der Nahrung der Schlangen sein. Sie werden auf meinem ganzen heiligen Berg werden Schaden zerstören, spricht der Herr. Boom. Das genau. Es geht um tausigen Reich, Habibi. Und das, du musst Kontext alles lesen. Es geht um tausigen Reich. Und das ist das. Genau. Wir werden tausigen Reich hier nicht sterben. Auch die, die hier gottlos sind, die werden tausigen Reich nicht sterben. Weil der Teufel wird in Kerker gesetzt, in Ketten. Und der wird erst nach tausigen Reich, erst dann losgelassen werden. Und dann werden Menschen geprüft werden. Und dann werden die sterben, die Jesus Christus nicht wirklich als ihr Herrn alles annehmen. Ja, der Grund, warum Lämmer mit den Löwen zusammenleben können, ist, weil sie es schon mal getan haben. Richtig. Es geht das sehen wir im Garten, das sehen wir im Garten Eden ebenfalls. Genau. Und wenn du Genesis liest, steht da geschrieben, die Tiere haben Pflanzen gefressen und keine Tiere. Und Menschen waren Vegetarier. Und dann kommt das alles wieder wie damals. Also der Herr will einen neuen Himmel und eine neue Erde. Bedeutet nicht diese Welt, sondern was hier auf der Welt ist, das wird neu gemacht. Also quasi eine erneuerte Welt. Ja, Flex, ich muss ein bisschen weiter. Ich gucke nach, wenn ich Zeit habe, komme ich wieder. Shalom, Bruder, erstmal. Gehst du schlafen? Nein, nein, ich komme gleich. Ich komm. Ich wollte dir was sagen, Bruder. Ah, Habibi. Vor 4 Tagen war Pia Vogel hier, der hat gesagt 1 gegen 1 und als ich da gewisse Themen ansprechen wollte, ich habe das ja ausgesprochen, dann habe ich gesagt, okay, gut, Pia Vogel, komm rein, ich habe sowieso sehr spezielle Fragen, das ist das und das und das und das. Der ist dann rausgegangen. Wir rufen ihn seit Jahren, Bruder, er kommt nicht. Weißt du, was das Problem ist? Ja. Weißt du, was das Problem ist? Sie haben Angst, dass wir Fragen stellen und dass sie es nicht verteidigen können. Bruder, ist kein Problem, sag ihn, ich werde gerne mit ihm hier aufnehmen, du als Moderator, ich werde ihn dann nur ein paar Sachen er kann mir Sachen aus der Bibel zitieren, ich werde ihn bald nur 2 suchen aus der Koran. Und und wenn er das beantworten kann, dann wird Allah aus den Toten sogar auferstehen. Kein Problem, Bruder. Ja. Das Ding ist, ich war so bereit, ich muss ganz ehrlich sein, ich hätte es mir so gewünscht, wenn er hochgekommen wäre, weil dann hätte ich meine Sam Shamoon-Karte gezogen. Bei solchen Leuten wie er ziehe ich meine Sam Shamoon-Karte. Du kennst doch diesen Abdel Halim, wo mit Arafat Abu Shaka hier war. Weißt du noch, dieser Imam? Oh mein Gott, das war Katastrophe. Ich habe jetzt der hat sein Auto, er hat ja öffentlich einen TikTok live gestellt. Die haben seinen Haube aufgemacht, da war eine Polizeidings drin, Abhördings. Nein! Doch, doch. Die Verfassungsschutzbeobachtung ist sehr, sehr stark, Bruder.
Ach du Scheiße. Jetzt, der ist unter Dinger, die Ich schicke dir kontrollieren den. das Video, ich schicke dir das Video. Schau mal, was in Offenbarung 20, Vers 5 steht. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Ah, okay. Jetzt schließt sich Genau. das Puzzle. Ja. Das Mega. tausendjährige Reich, genau. Mega. Ja, danke auf jeden Fall erstmal dafür. Ich hätte tatsächlich noch eine weitere Frage, wenn ich sie stellen darf. Gerne, und dann mache ich weiter. Gerne. Gerne, gerne. Und Oh, zwar geht es um, einen Moment, ich schau mal gerade, wo ich es aufgeschrieben habe. Gibt ihr den? Genau, 2. Mose 4, Vers 24 bis 26, wo Mose vom Herrn getötet werden sollte. Warte mal, da ging es doch um die, warte, 2. Mose. Ja, 24, wo warte. der sein Kind dann noch beschnitten wurde und er dann verschont worden ist. 2. Mose? 4, 24 bis 26. Ach so, 2. Mose. Okay. 24, 26, warte, 24, Vers 26 sagst du. Genau, 24 bis 26. Aber 2. Mose, Kapitel 24, Nein, 4, Habe ich das falsch 4. rausgesucht jetzt? Kapitel 4, Vers 24. Ach so, Kapitel Ja, 4. ja, 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 dann hast du es falsch gesagt. ja. I'm sorry. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. 24 sagst du. Bis 26. Und es geschah auf dem Weg in den Herberg und er trat dem Herrn entgegen und wollte ihn töten. Ja. Okay. Hast du die Verse davor schon gelesen? Ja, oder? Ja. Okay. Du musst ja auch lesen, der erstgeborene Sohn, beispielsweise die Erstgeburt, hat eine ganz besondere Stellung zum Vater. Er ist der Erbe und den anderen Kindern vorgeordnet. Israel wird Gottes bevorzugten Sohn genannt. Sollte der Pharao Gott widerstehen, wird sein Erstgeborener sterben. Den Vergleich lesen wir ja in der 10. Plage in 2. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 29 bis 33. Gottes Plan steht. Aber er wird in seinem Gegner bekannt machen und wartet auf dessen Einsicht. Ja? Und wenn du jetzt von 24 weiterlesen tust, dann müssen wir auch 24 auslegen. Und zwar ohne Ansehen der Person soll Mose hier von Gott bestraft werden. Also er wird bestraft. Okay? Weil er unterlassen hat, seinen Sohn zu beschneiden. Und deswegen wird er bestraft. Verstehst du? Beschneiden, wie Gott es geboten hatte, lesen wir im 1. Mose, okay, Kapitel 17 bis 14. Mose muss erfahren, dass er trotz seiner hohen Berufung und seiner gottverliehenen Autorität, und das lesen wir ebenfalls in 2. Buch Mose, Kapitel 3 bis 10, 4, Kapitel 4, 3 bis 10, lesen wir, kein Sonderrecht hat und dass er es mit seinen einzelnen Geboten Gottes nicht etwa weniger genau nehmen dürfte. Die Erfahrung, Gott selbst zu tödlichen Gegner zu haben, mag dazu beigetragen zu haben, dass Mose später sehr demütig war, mehr als alle Menschen, die auf den Erdbahnen waren. Das lesen wir ebenfalls im 4. Buch Mose, Kapitel 12 bis 3. Ich hoffe, du notierst dir die Versen. Ja, ich schreibe nebenbei mit, damit ich sie noch Okay. nachlesen kann. Ja, dann hast du diese ganze Auslegung, weil die Bibel ist wie ein Puzzle. Ja, deswegen ist es wichtig, Leute, dass ihr die Bibelstudie habt. Somit kann euch kein Moslem widerlegen, weil die Bibelstudie dient dazu, dass ihr auch mehr lernt. Und auch noch ein Buch der Kirchenväter, ja, würde ich euch auch noch mal empfehlen. Da muss ich auch noch mal gucken. Ich habe es jetzt drüben im Zimmer.
Das werde ich auch nochmal hier einblenden. Aber wichtig ist auch, diese Verse, es ist wie ein Puzzle. Wenn du erster Buch Mose lesen tust, wenn es da um Kinder geht und wenn es da um Mose geht, notier dir diese Verse. Und wenn du irgendwo zu einem Punkt kommst, wo du das nicht verstanden hast, musst du davor lesen, was du dir notiert hast bezüglich zu dieser Frage. Weil das ist ein Puzzle. Die Bibel ist eine Puzzle. Das ist nicht wie der Koran. Der Koran, das ist zusammengewürfelt und hat keinen Kontext. Ich lese den Koran. Der Koran hat gar keinen Kontext. Null. Niente nada. Der Koran ist ein Durcheinander. Manchmal hat der erste Vers manchmal nichts mit dem dritten, vierten Vers zu tun. Und auch nicht mit dem fünften Vers. Das ist zusammengewürfelt und daran merkt man, dass das niemals von Gott inspiriert worden ist. Weil wenn dieses Buch von Gott inspiriert worden ist, dann hat es einen Kontext. Und dieses Buch, was die da haben, hat gar keinen Kontext. Bumm, fertig. Was ist das nochmal? Du meintest gerade von den Kirchenvätern, gibt es auch noch was? Ja, also manche Kirchenväter haben Auslegungen der Verse. Ja, Bruder, ich bin, also So, wenn jetzt ihr ist gut. irgendwas mit den Kirchenvätern wollt, könnt ihr mir gerne Ja, schreiben. Ich habe sehr, sehr so. viel über die. Lad mal die App Catena Schreibt runter. jemand, das schreibt jemand, wo bleibt die Debatte mit Massari? Leute, ich habe keine Ahnung, wer Massari ist. Ich kenne keinen Massari. So, jetzt. Gotteskinder, lad dir mal die App. Lad dir mal die App Catena runter. Katina. Okay, und da findest du die Exegesen zu jedem Vers von den Kirchenvätern. Das klingt auf jeden Fall gut. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Okay. Ja, und Gottes Kind, bitte zu dieser Frage, die du gestellt hast, mein lieber Bruder, ja, bitte, hast du einen Stift und ein Blatt? Ja, ich habe was zum Schreiben hier. Okay, zu dieser Frage, die du gestellt hast, bezüglich der Beschneidung, ja, bitte, 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 notier dir diese Verse, dann hast du die Antwort, okay? Und zwar 1. Buch Mose, Kapitel 17, 14. Wenn Erster du es Mose notiert hast, dann mache ich weiter. Erst wenn du sagst, dass du fertig bist, dann mache ich weiter. Ja, und bezüglich der Berufung und der verliehende Autorität lesen wir in 2. Buch Mose ebenfalls, Kapitel 3 und 10. 13, ja. Also Dann lesen Kapitel wir 3 in und Kapitel 10 oder Kapitel 3, Vers 10? Kapitel 3, Vers 10. Okay. Ja, einfach ab Kapitel 3 lesen, ganz einfach. Ja. Und dann ab Kapitel 4. 3 bis 10 lesen. Okay. Und dann, wenn du das aufgeschrieben hast, dann bitte 4. Buch Mose 12, Kapitel 12, Vers 3. Perfekt, da werde ich mal nachforschen. Genau. Perfekt. Ich danke Bis euch auf dann. jeden Fall, ne? Nochmal was? Ich danke Gern euch auf geschehen. jeden Fall für die Hilfe. Ja, weil wenn wir diese ganzen Sachen hier anschauen, wir müssen auch die Auslegungen auch anschauen, wir müssen auch schauen, um was es hier geht. Und da werden die Auslegungen auch hier ganz klar beschrieben und das ist dann auch einfach dann auch zu verstehen. Ja. Genau. Ja, dann auf jeden Fall herzlichen Dank. Kein Dann würde Problem. ich mich, dann würde ich mich wieder ausklinken. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen gesegneten Abend. Jo, dir auch. Und vielleicht sieht Danke, man sich ja mal wieder. Dankeschön. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Bruder Herz. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut, mein Lieber. Ciao, ciao. So, ich möchte noch eine Sache erwähnen, dann lasse ich den Nehemia gleich reden. Und Rab Masih, der ist viel zu lange ruhig. Ich lasse den Bruder jetzt heute predigen. Ansonsten heute, Amen. das geht so nicht. Ne? So. Genau, meine lieben Geschwister. Und zwar eine Sache, was ich euch noch sagen möchte. Wir wissen ja, dass unsere dunkelhäutigen Brüder unwissend sind und die meisten unwissend sind.
Und den Islam annehmen, einige, nicht alle, viele wenden sich auch davon ab und viele nehmen wieder den Herrn Jesus Christus an. Wir wissen, dass sie manipuliert werden. Und ich kann euch auch sagen, warum diese manipuliert werden. Ganz einfach. Damit sie unsere dunkelhäutigen Brüder manipulieren, sagen sie, hey, du betest einen weißen Gott an. Das ist die Taktik der Muslime, indem sie sagen, hey, euer Gott ist weiß. Aber da unser Bruder nicht weiter denkt, warum ich das sage, er nicht weiter denkt, müsste er den Moslem fragen, seit wann hat eine Seele Geist eine Hautfarbe? Eine Seele Geist hat keine Hautfarbe. Denn sie manipulieren unsere Brüder, unsere dunkelhäutigen Brüder, sie beleidigen uns hinter verschlossenen Türen, ja, und sagen dann, ah, guck mal dieser N, guck mal dieser N, die beleidigen uns Dunkelhäutige, sie kommen mit der Bilal-Karte, jedes Mal, wenn sie einen Dunkelhäutigen darauf ansprechen, ja, aber unser Bilal war schwarz, unser Bilal war schwarz, unser Bilal. Aber sie respektieren keine Dunkelhäutige. Sie gehen hinter verschlossenen Türen und beleidigen uns Dunkelhäutige. Was für Heuchler das sind. Ja, was für Heuchler das sind. Aber dann kommen sie, dann ziehen sie immer diese Bilal-Karte. Ja, aber Bilal war unser Schwarzer. Bilal war bis an sein Lebensende Sklave. Wenn ihr die Hadithe lesen tut, Bilal war nie frei. Bilal war nie frei, der war bis an sein Lebensende Sklave. Dann ziehen sie die Bilal-Karte aus, so Bilal, mein Schwarzer, Bilal, du hast den ersten Muezzinruf gemacht, du warst der Sklave. Natürlich, du bist Sklave, natürlich musst du den Muezzinruf machen, du warst ein Sklave, genau. Deswegen, der hat sich wohl gedacht, so, ah, lass den Khanzir machen, lass den Schwarzen das machen. Yalla, du, geh, mach das jetzt. Ich befehle es dir. Machen Sie, mach das jetzt. Ich habe das gesagt. Geh, mach das jetzt. Natürlich. Warum? Weil er ein Sklave war. Natürlich, weil er ein Sklave war. Und unsere dunkelhäutigen Brüder denken auch noch, das wäre was Schönes, weil der Schwarze, derjenige, der den Muezzinruf gemacht hat, weil er schwarz war und deswegen nehmen sie den Islam an. Sie verarschen unsere dunkelhäutigen Brüder. Und deswegen, einige werden wach. Einige werden wach und sagen, hey, der Flex hat recht. Der eine, der hat mir privat geschrieben, der hat gesagt, Bruder, durch dir bin ich wach geworden, denn ich hätte fast den Islam angenommen. Dann habe ich gesagt, Bruder, sehr gut, dass du es nicht angenommen hast. Weil die verarschen dich von A bis Z komplett. Ja. Vielleicht könntest du mal ein Hadith vorlesen, da geht es um die Sklaverei und das ist sehr, sehr brutal und den habe ich zufällig entdeckt. Wahrscheinlich kenne ich den schon. Wie heißt der? Sondern an Nasai 4050. Lies mal auf Deutsch vor. Also, du kannst das ja kopieren und danach auf die. 4050. Genau. The Book of Fighting. Oh mein Gott, ich glaube, ich kenne das. If a slave runs away, ja, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das. Ich glaube, ah nee, habe ich nicht gespeichert. Okay, voll komisch. If a slave runs away, no salah will be accepted from him. And if he dies, he will die as a disbeliever. A slave of Jarir ran away and he caught him. And he struck his neck and killing him. Oh, wie friedlich der Islam ist. Ein Dunkelhäutiger, der wegrennt, ja, no Salah will be accepted, egal ob er Salah wünscht oder nicht. Ja, es wird nicht akzeptiert. Ja. Bam! Ja, was machen wir jetzt? Ein Dunkelhäutiger rennt weg, weil er Angst hat, weil er versklavt wird, ja. A slave runs away, no Salah will be accepted. Zum Thema. Ja, Mohammed hat die Sklaverei befreit und so. Ja, natürlich. Mohammed, sallallahu ja, klar. Next, da steht ja Sehr schön. nicht. Sehr schön, hä? Sagt mal alle Alhamdulillah. Kommt schon, meine lieben Muslime. Sagt mal alle Alhamdulillah. Schön, hä? Also, Schön. guck Ja. mal, da steht zwar nicht, dass der schwarz war, sondern nur, dass er ein Sklave war, aber wenn ein
Sklave wegläuft von seinem Besitzer, so stirbt er als Murtad. Ja. Das ist krank, das ist krank. Das ist wirklich krank. Das heißt, Allah will, dass dein Sklave bleibt und nicht wegläuft. Sonst bist du kein Muslim und gehst in die Hölle. Für immer. Ja. Wahnsinn. Er hat letztes Mal vor Angst mich 100 Mal gemutet. Ja, dann komm mal hoch. Ich kenne dich nicht mal. Kein Mensch. Nein, 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 Nico. Stumm den nicht. Der soll mal hochkommen. Angeblich haben wir ihn 100 Mal hier gestummt. Angeblich haben wir ihn schon mal mit ihm gesprochen. Also sein Profil ist mir nicht mal bekannt, dass wir jemals mit dieser Person geredet haben. Komm mal hoch. Bruder, war das der mit Punkt? Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, der soll mal hochkommen. Ja, Bruder, ich habe letztens mit dem geredet. Der hat sich blamiert, aber der kann gerne hochkommen, wenn er will. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Der soll mal hochkommen. Mal gucken, wie schön er seine Religion verteidigen kann. Komm mal hoch. Stell mal eine Anfrage. Wenn du so wissend bist, komm, stell mal eine Anfrage, komm hoch. Dann wollen wir wirklich sehen, ob du eine Ahnung hast. Stell doch mal eine Anfrage, komm hoch. Manche hier wissen nicht, was... Eine Frage. Ich stelle dir nur eine Frage bezüglich des Korans. Komm hoch. Eine das Frage. Der Bruder, der ist sehr, sehr gut. Alle auf Stumm gehen. Alle auf Stumm gehen. Bitte, meine lieben Geschwister und Brüder, alle aufnehmen. Jetzt wird's interessant. Und guckt jetzt, ich prophezei jetzt, er rennt zur Bibel. Er will meine Frage nicht beantworten. Guckt jetzt. Hallo. Okay, hast du deinen Koran da? Ich kann meinen Koran ausschlagen, da muss ich kurz am PC ran. Alles ich klar. Ich habe einen arabischen Koran. Kein Problem, kein Problem. Wir sind ganz, ganz ohr. Wir warten, bis du ready bist. Aber ich würde mir gerne nochmal wünschen, dass wenn du mir die Frage gestellt hast, dass du auch auf die Antwort wartest. Ja, da sind wir mal gespannt. So. Mal schauen, was das für eine Frage sein wird. Alles klar. Wie oft wird Mohammed im Koran erwähnt? Allahu alam, das weiß ich nicht. Okay, boom, Nummer 1, boom. Das zeigt schon mal, dass du nichts über deinen Koran weißt. Nummer 2, Leute, aufnehmen, das wird sehr interessant. Nummer 2, du weißt nicht, wie oft Mohammed erwähnt wird, ja? Ich helfe dir auf die Sprünge, weil ich als Christ, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ich als Christ kenne die Schrift besser wie du. Er wird 4 bis 5 Mal, glaube ich, erwähnt. 4 bis 5 Mal. Aber egal, das ist schon mal der erste Knockout. Nummer 2. Was hat Mohammed im Koran prophezeit? Wenn er 4, 5 Mal erwähnt wird, was hat er bisher prophezeit im Koran? Prophezeiung heißt, ja, du prophezeist, hey, dieses Volk, ja, tut was, wird das und das tun, dieses Volk tut dies und dies und das. Oder Prophezeiung zum Beispiel Euphrat trocknet aus. Prophezeiung zum Beispiel Plagen bezüglich Heuschreckenplage und. Ich weiß, ja, dass du ein Bild gemacht hast, ist auch nicht so schlimm. So, beantworte mal diese Frage. Was hat er eigentlich wollte ich gerade den Stream ein bisschen leiser machen, aber dann habe ich auch so ein Foto gemacht. Ja, alles gut. Also, du kannst auch ruhig Fotos machen, ist gar kein Problem. Also, und jetzt beantworte mal die Frage. Und zwar, der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, er hat ja die Schlacht zwischen den Römern und den Persern prophezeit, aber eigentlich ist die Prophezeiung im Koran nicht das, was die Aufgabe des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ist. Wo steht das im Koran? Was hat er da prophezeit? Zeig es mir mal. Gib uns mal einen Vers, wo Mohammed das prophezeit hat. Kein Problem. Ist der Koran Kelam Allah? Der Koran ist das Wort Gottes, richtig. Okay, und du bist sicher, dass Mohammed das ausgesprochen hat im Koran, richtig? Nee, da bin ich mir nicht so sicher. Also, ist der Koran Kelam Allah oder Muhammad Allah? Also, die Worte Gottes stehen im Koran. Und hat das jetzt Allah prophezeit oder Muhammad? Die Worte Gottes stehen im Koran. Und die Prophezeiung kommt von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und da hat Allah subhanahu wa ta'ala Jibril die Offenbarung gegeben, die er dann Muhammad sallallahu alaihi wa sallam weitergetragen hat. Und der Prophet Muhammad ist die Weisheit des Korans. Und wenn du okay. Mal weißt, ich hoffe, da drinnen steht, Mohammed hat das prophezeit. Weil wenn das nicht da drinnen steht, hast du dich selber ausgenockt. Weil der Koran ist Kalam Allah. Da spricht Allah nur. Und nicht ein Prophet oder sonstiges. Der Koran ist Kalam Allah. Das heißt, Kalam Allah heißt was? Das Wort Gottes. Und nicht das Wort Mohammedan oder Mohammed oder Ali. Salallahu alaihi. Nein. Sondern was der Koran ist,
das Wort Gottes, das sagt ihr, Kalam Allah. Deswegen gib uns mal den Vers, ich bin gespannt. Ja, eine Sekunde. Sure 30, Vers 2 bis 4. Okay. Und außerdem, ich habe gerade eben den Vers, ich habe gerade eben noch mal etwas dazu gesagt. Die Sure 30, Vers was? Vers 2 bis 4. Okay, jetzt. Gesagt, der Prophet Mohammed, kann ich kurz ausreden? Also, der Prophet Mohammed, er ist die Weisheit und der Koran ist das Wort Gottes. Das bedeutet, wenn mit diesem Vers schlagen wir jetzt den Tafsir auf und da sehen wir, wer es prophezeit hat. Und da steht der Name Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Hier hast du deine Offenbarung. Und jetzt stelle ich dir danach eine Frage, okay? Hast du Angst, über deinen Koran zu reden oder was ist los? Nein, wir machen es ja so. Du stellst mir eine Frage, du hast gesagt. Dann bleib beim Koran. Hab doch keine Angst. Du alles okay. Du hast gerade als ich reingekommen bin, hast du gesagt, ich stelle dir eine Frage. Okay, jetzt, wir wollen das Thema nicht drehen. Bleiben wir beim Thema. Nein. Also, du hast gesagt, in dem Tafsir steht, hallo. Hast du Angst vor deiner Bibel? Du hast gesagt, Mohammed prophezeit das. Seit wann? Tut Tafsir Jalalain das prophezeien. Wo lesen wir das? Sura 1, Vers 2, jetzt gehen wir bei 2. So, hier lesen wir, die Byzanten, who are among the people of scriptures, have been vanquished, the Persian vanquished them, and they are not people of the scripture, who worship graven images. The Meccan disbelievers rejoice in this defeat of the Byzantinen, and said to the Muslims, we shall vanquish you as the Persians and vanquish the Byzantines. Wo steht hier drin, dass Mohammed das prophezeit hat? Ich hol dir den Hadith dazu aus in den Tafsir. Ich habe gesagt, wo steht, jetzt springst du zum Hadith. Leute, bitte alle aufnehmen. Also, du mal, verstehst nicht mal, was das Prinzip des Islams ist. Hör mir auf, ins Wort zu fallen. Ich greife dich direkt an, weil du keine Ahnung hast. Ich sag dir auch, warum du keine Ahnung hast. Hör mir gut. Ich habe gesagt, eine Prophezeiung aus dem Koran, was Mohammed prophezeit hat. Dann bist du auf die Tafsire gesprungen. Jetzt gehen wir auf die Tafsire, jetzt springst du zu den Hadithen. Und weißt du, warum du zu den Hadithen springst? Weil dein Koran diese Antwort nicht hat. Deswegen ist es niemals das Wort Gottes. Du vernichtest dich gerade selber. Meine Frage war, die erste Frage, die ich dir gestellt habe, wo prophezeit Mohammed in deinem Koran? Wenn er wahrhaftig ein Prophet ist, so wie ihr das sagt, dann müsste er doch im Koran prophezeien. Das ist doch das heilige Buch, das beste Buch auf der ganzen Welt. Warum prophezeit er nicht im Koran? Wozu braucht er Tafsire und Hadithe? Die kamen doch 200, 300 Jahre später. Bis zu 400 Jahre später. Bist du fertig? Und Tafsir al-Jalalain spricht hier nicht von Mohammed. Tafsir Jalalain erklärt hier über den Krieg der Byzanten. Mhm. Wo steht hier Mohammed? Der müsste doch Tafsir Jalalain das erklären. Aber wir sind trotzdem nicht bei den Tafsiren. Kollege, wir sind immer noch im Koran. Du sollst mir anhand des Korans beweisen, dass Mohammed etwas prophezeit. Wo finden wir das im Koran? Warum springst du zum Tafsir zum Hadith? Okay, bist du fertig? Also, du hast jetzt eine lange Frage gestellt und jetzt gebe ich dir darauf eine lange Antwort. Deshalb musst du mich jetzt ausreden lassen. Und wenn du mich nicht ausreden lässt, dann hat das sowieso keinen Sinn. Als allererstes wissen wir, dass der Koran eine mündliche Überlieferung war. Eine mündliche Überlieferung. Das bedeutet, ein Ereignis ist passiert und die Verse wurden herabgesandt. Das bedeutet, als dieses Ereignis passiert ist, wer hat denn die Verse ausgesprochen? Die Verse hat der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Die Römer sind besiegt worden. Das bedeutet, wer hat die Prophezeiung ausgesprochen? Das ist so passiert. Wer hat gesagt, dass die Römer besiegt werden und die Perser gewinnen werden? Das hat der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesagt. Ganz einfache Logik. Ganz einfach. Und wenn du, ohne dich anzugreifen, nicht mal weißt, was der Koran ist, ob es eine mündliche Überlieferung ist, wenn du nicht mal weißt, dass der Prophet Mohammed die Weisheit ist, dann macht das ja auch keinen Sinn. Dann okay, guck mal, zum Thema dein Wissen. Du wusstest nicht mal, wie oft Mohammed erwähnt wird und du willst mir sagen, was ich weiß, was ich nicht weiß. Fang erst mal bei dir an. Du hast gar keine Ahnung. Okay, wir sind wie oft beim wird Koran, Gott in der Bibel erwähnt? Wir sind beim Koran, eine einfache Antwort. Wie oft wird Gott in der Bibel erwähnt? Das ist nicht die Frage. Wir haben keine Bibel. Wie oft wird Gott in der Bibel erwähnt? Jetzt sag's hallo, hallo. Wir haben gerade ein ganz anderes Thema. Spring nicht zum anderen Thema, ich weiß, du kannst das nicht beantworten. Bleib beim Thema. Ich habe es dir gerade eben beantwortet.
Die gefällt Bleib einfach, wenn die beim Thema. Antwort Du ist. hast gar nichts beantwortet, beleg es mit einer Quelle. Und dann widerlege ich dich ganz schnell. Und ich werde okay, dir auch sagen, wo der Fehler ist. Ich belege das jetzt mit einer Quelle. Und ich widerlege sogar das, was du sagst. Okay. Also die Quelle, ich muss sagen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Weisheit ist. Oder was willst du belegen? Bring mir die Quelle. Guck mal, hör auf mit mir zu kooperieren. Bring die Quelle und ich widerlege dich ganz schnell. Dann sag mir doch, von was du die Quelle haben willst. Du hast gesagt Hadith. Bring mir den Hadith und ich widerlege dich ganz schnell. Bring mal ich hab den dir gesagt, ich habe dir gesagt, dass der Koran eine mündliche Überlieferung ist und dass die Worte, die du gerade liest. Guck mal. Ramasi, was hat er gesagt? Eine Überlieferungskette in den Hadithen hat er gerade eben gesagt, das, was er gesagt hat, ja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeit, das. Er soll die Quelle geben, er fängt an, mit uns zu kooperieren. Bruder, bring doch einfach die Quelle, ist nicht so schwer. Bring einfach die Quelle, hör auf zu kooperieren. Bring doch mal die Quelle, ich widerlege dich ganz schnell. Ja, gib mir eine Sekunde. Ja, dann warten die, wir. Die passt sowieso die Antwort nicht. Genau was Schönes, was genau das widerspricht, was er sagt. Wir sind nur ganz gespannt. Oh, jetzt will ich auch Sure 30, oh, das wird wehtun. Jetzt haben wir Ibn Kathir. Und dann schauen wir mal, was Ibn Kathir sagt. Widerspruch eins nach dem anderen. Ha? So, dies Ayat will return King Persian of Ashen, Great Assyria. Es gibt nicht einen Hadithen dazu, es gibt mehrere zusammenhängende Hadithe. Das hat eben Kefir in der Tafsir niedergeschrieben, sehe ich gerade. Bring mir egal welchen Hadith, ja. Ich widerlege dich ganz schnell mit deiner eigenen Quelle. Imam, schlag den Tafsir auf, Sura 30, Vers 2 von Ibn Kathir, da in seinem Tafsir. Und in seinem Tafsir hat er unten immer die Quellen rangeschrieben. Da siehst du alle zusammenhängenden Quellen und kannst mir jetzt alles bitte mal einmal widerlegen. Du hast das Wort, ich müde mich. Gib doch mal bitte den Hadith, du wolltest einen Hadith bringen. Bruder, weißt du, was das Problem bei ihm ist? Guck mal, weißt du, wo das Problem ist? Er findet nirgendwo, wo Mohammed das prophezeit. Weißt du warum? Abu Bakr erwähnt das und nicht Mohammed. Abu Bakr erwähnt das einmal und wir lesen hier, dass das ebenfalls, warte, irgendwo habe ich das gefunden, wir lesen hier nichts von einer Prophezeiung, dass Mohammed das prophezeit hat. Also von wo hast du diese Quelle her, dass du sagst, Mohammed prophezeit das? Wo steht das, dass Mohammed das prophezeit hat? Bevor du hier gerade Irrwissen verbreitest, lies den ganzen Tafsir. Du hast gerade den Namen Abu Bakr gelesen, okay. Ich lese den auch im Tafsir. Lies den ganzen Tafsir von Sure 30, Vers 2 bis 4. Ganz gut. Alles. Okay. Also, Leute, macht euch selber ein Bild. Der Kerl hat keine Antwort. Jetzt sagt er zu mir, ich soll den kompletten Tafsir lesen. Bitte, 1 plus 1 ist wie viel, Rabmasi? Kannst du mir eine Antwort drauf geben, Bruder? Wie viel ist 1 plus 1? 1 plus 1? 2? 2. Leute, was soll ich noch groß sagen? Ich soll jetzt einen kompletten Tafsir lesen. Meine Frage war, hat Mohammed jemals was prophezeit, dann hat er dieses Thema gebracht. Keine Antwort. Er wusste, Nummer eins, was der größte Knockout schon war, er weiß nicht, wie oft Mohammed im Koran erwähnt wird. Ich als Christ muss ihn sogar beibringen, dass er 4, 5 Mal erwähnt wird im Koran. Er wusste nicht mal über Mohammed, wie oft er im Koran vorkommt. Kerle, du redest mit Leuten, die dein Buch lesen. Ich erzähle dir nicht irgendwelche Geschichten, ich sage dir die Wahrheit. Was hat Mohammed prophezeit? Du hast keine Antwort drauf. Und dann willst du mit uns kooperieren. Ja, Bibel, warum springst du zur Bibel? Das ist nicht die Frage, das ist nicht mal das Thema heute. Heute ist Islam-Thema. Wenn du deinen Glauben sowieso nicht verteidigen kannst, was du eh nicht kannst, weil das ist totales Durcheinander, was dein Buch betrifft.
Ibn Kathir sagt was anderes. Jalalain was sagt was anderes. All die Gelehrten sind sich uneinig, was sie da sagen. Es ist niemals von Gott inspiriert. Und jetzt stellen wir mal eine andere Frage. Bin ich mal gespannt, ob du überhaupt noch überlebst hier drinnen. Weil die ersten zwei Fragen, das ist Knockout. Du hast nicht mal die Antwort drauf. Wir stellen dir so lange Fragen, bis du eine Antwort drauf hast. Und dann kannst du eine biblische Frage stellen. Weil das ist mehr als nur fair. Weil ihr wollt immer Bibel, 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 aber ihr wollt nie über euren Glauben sprechen. Jetzt, ich tue meinen Stumm, jetzt gehen wir auf Sure 65, Vers 4. Gehen wir auf Sure 65, Vers 4. Ey, machen wir zusammen. Nein, warte. Alle Muslime, nimmt das jetzt auf. Ja, nimm auf. Bitte aufnehmen. Und zwar, du hast gerade eben gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nichts prophezeit hätte. Und ich lese dir jetzt mal bitte vor, weil ich habe dir gesagt, entweder du liest es oder ich mache dich jetzt peinlich vor dem ganzen Stream. Ja, dann mach mich peinlich. So, jetzt Muslime, bitte nimm das mal auf. Ja, der wird gleich wieder Prophet, leben. The Holy Prophet, sallallahu alaihi wasallam, made use welche of this Quelle? Auf Tafsir, steht direkt welchen da drin. Welchen Tafsir? Von Ibn Kathir. Sure 30. Okay, welcher Ibn Kathir und wo? 1 bis 7. Warte, lass mich doch lesen. Warum? Du hast doch gerade eben eine Aussage gesagt, wo du gelogen hast. Du hast gerade eben Sure 30, Vers 2, Tafsir von Ibn Kathir. So. Okay, du welches? Du hast eben gesagt, dass der Prophet nichts offenbart hätte. Hör auf, kooperieren. Gib mir einfach die Quelle. Welche Quelle? Allahu Akbar, gib mir doch mal bitte den Tafsir. Quelle, was los mit dir denn? Ja. Sure 30, Vers 2, der Tafsir von Ibn Kathir. Okay, wo? Welches? Sura 30, Vers 2, der Tafsir von Ibn Kathir auf Koran. Okay, wir finden hier nichts, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam irgendwas prophezeit. Wo? Doch. Möge keine Reproduktion von sein. Der Holy, und jetzt hör zu, mach davon ein Video. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam made use of this part of the believers in his letter when he wrote of the kingdom of Rome. Rome inviting him to accept Islam. Come to a world coming between us and you. 3, Vers 64. In fact, was this affinity between Islam and Christianity that caused the Persians to attack Rome. It happened when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was still living in Mecca. According to Hafiz ibn Hajjar radiallahu an, this war was fought in Syria at a place between Ardu and Busra. Und das ist die Vorgeschichte. Er hat den Brief schon mal gesagt als Prophezeiung, als Prophezeiung. Und jetzt, lieber Flex, du hast dich selber Knockout gegeben. Er hat sich selber Knockout gegeben. Du hast dich selber begraben gerade. Du hast dich selber begraben. Du hast dich begraben. Der lacht, der hat nicht mal verstanden, was er vorgelesen hat. Der hat nicht mal verstanden, was er vorgelesen hat. Bruder, lass ihn, warte mal, Dünya, ich möchte jetzt immer von deinen eigenen Wörtern die Zusammenfassung, was du gelesen hast. Was hat Mohammed prophezeit? Guck mal, wenn man sich sieht von oben, warte eine Sekunde. Nein. Nein, ich möchte einen zu... Hey, Leute, habt ihr gecheckt, er hat sich selber begraben, er weiß nicht mal, was er gerade vorgelesen hat. Also, wenn man interessiert, mal ganz genau durchliest, dann steht... Ich möchte deine Zusammenfassung, bitte. Guck mal, du hast deine eigene Prophezeiung eiskalt selbst interessiert. Wenn man den Tafsir mal ganz genau durchliest... Du hast gerade den Tafsir vorgelesen. Gib mir eine Zusammenfassung. Der Prophet... Warte, nein, ich will zur Zusammenfassung. Warte, lass mich doch. Ich gebe dir die Zusammenfassung. Du hast gerade gelesen. Du hast gerade gelesen, richtig? Das war ein kleiner Bach. Ja, Habibi. Du hast gerade den Tafsir vorgelesen. Warum rennst du weg? Lass mich... Du stellst meine Frage, aber hast Antwort. Ganz kurz. Du stellst mir eine Frage, was ist die Antwort? Spannend, ja. Achi, Habibi, guck mal. Du hast den Tafsir vorgelesen, Taib. Ich möchte jetzt eine Zusammenfassung, ja, weil ich bin ein Jahid, Taib, ich habe nichts in meinem Kopf. Ich möchte von dir eine Zusammenfassung mit deinen Wörtern, was du vorgelesen hast. Ja. Bitte, du hast den Tafsir vorgelesen. Das war ein kleiner Part, so. In meiner Zusammenfassung, ich gebe dir jetzt die Zusammenfassung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Rom in den Islam eingeladen, weil er ihnen gesagt hat, sie werden die Schlacht verlieren. Und weil der Islam und die Christen zu der Zeit so nah beieinander waren, haben sie gesagt, die Perser werden über euch hinausfallen und werden euch besiegen. So tretet dem Islam bei. Und das hat er in einem Brief verfasst. Und ja, wo ist der Brief? Diese Prophezeiung zieht sich dann weiter. Und das liest man interessiert von Ihnen. Wo ist der Brief? Du hast gesagt, dass... Wo ist der Brief? Wo ist die Quelle? Meine Quelle ist der Tafsir von Ibn Kathir. Okay, lies mal vor. Lies du doch den ganzen Tafsir. Wie soll ich lies mal vor. Das, was du gesagt hast, lies es doch mal vor. Hast du Angst?
Ja, natürlich, kannst du gerne vorlesen nochmal. Okay, lies vor, damit du dich selber zerschießen tust. Lies mal vor. Okay. Dann, ich hab's hier. Okay, komm, ich lese jetzt mal 10 Minuten Text vor. Ja. Und dann hörst du auch bitte 10 Minuten zu. Okay. So. The Holy Prophet, sallallahu alaihi wasallam, made use of this part of the believers in his letter when he wrote of the king of Rome inviting him to accept Islam. Come to a word common between us and you. Das steht in Surah 3, Vers 64. In fact, it was the affinity between Islam and Christian that caused the Persians to attack Rome. It happened when the Holy Prophet, sallallahu alaihi wasallam, was still living in Mecca. According to Hafiz ibn Hajjar, this war was fought in Syria at the place between Arvu and Busra. The pagans of Mecca aspired for the victory for the Persians in this war because the Persians shared them in the belief in polytheism. But the Muslims wished the triumph of the Christians as they were close to Islam in their beliefs, was gesagt habe. But as it happened, the Persians defeated the Christians and conquered the land right up to Constantinople and built a temple there for worshipping fire. This victory was the last for Khosrow Perwis. After that, his decline set and ultimately he was removed by Muslims. Und das steht in Qurtubi. Das bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einen Brief an die Römer geschickt, wo er ihnen gesagt hat, oh ihr Christen, tretet doch dem Islam bei, denn wahrlich, ihr werdet die Schlacht verlieren. Und sie haben ihn bespuckt und haben auf den Brief geschissen und daraufhin wurden sie eingenommen. Prophezeiung erfüllt. Okay. Prophezeiung dann, erfüllt. Dann geh auf Stumm, ich habe das aufgenommen. Kein Problem, geh auf Stumm, ich widerlegt es. Okay, also, hört zu, Leute. Der Koran, Mohammed konnte nichts prophezeien bezüglich dem, was er gesagt hat. Nummer 2. Ibn Kathir sagt was ganz anderes zu dem, was er sagt. Nummer 3, den Text, den er vorgelesen hat, nicht mal das hat er verstanden. Ja, das war nicht mal eine Prophezeiung, sondern er hat nur gesagt, hey, meine lieben Christen, kehrt um, sonst werdet ihr verlieren. Das ist in dem Sinne, wenn du jemanden Angst einjagen möchtest und sagst, hey, hör mal zu, ich habe eine gigantische Armee, ich werde dich zerstören. Das ist keine Prophezeiung. Ja, du weißt nicht mal, was eine Prophezeiung ist. Also wenn ich mit Rahmasi in Rewe gehe und ich sehe, hey, ich habe hier einige Gangster vor mir und ich könnte Rewe auseinandernehmen, dann rufe ich Rewe an und sage, hey, hör mal zu, Rewe, wir werden euch fertig machen, ja, ich mache euch fertig, deswegen kommt zu uns, seid auch einer von uns, ansonsten ich mache euch fertig. Das ist keine Prophezeiung, mein Freund, das ist eine Drohung. Bumm, du hast dich selber auseinandergenommen. Und jetzt bin ich dran, richtig? Weil ich habe dich ausreden lassen. Ich will hier widerlegen, Mann. Kerle, du schwätzt nur Müll. Das checkst du gar nicht. Als allererstes, du hast gesagt, lass mich doch ausreden. Wo ist das Problem? Hast du Angst vor der Antwort? Nee, rede. Du hast gesagt, ich weiß nicht, was eine Prophezeiung ist. Erster Punkt, eine Prophezeiung ist eine Wahrsage über die Zukunft. Der zweite Punkt, es ist eine Sure. Das bedeutet, das sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala, die der Prophet ausgesprochen hat. Und seine Prophezeiung in dem Sinne, ich bin auf dich eingegangen, er hat selber keine Prophezeiung gemacht, er hat die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala genommen und hat sie den Menschen weitergegeben. Aber weil du einfach nicht verstehst, dass das, was im Koran drin steht, prophezeit werden kann, habe ich dir gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Worte des Korans gesprochen hat, bevor es passiert ist. Also, bumm an dich selber. Ey, Rahmasi, ist dir mal aufgefallen, was für ein, sorry, wenn ich das sagen muss, ich weiß, es sollte eigentlich eine respektvolle Debatte sein, aber was für ein Müll wir uns 3 Uhr morgens anhören müssen. 3 Uhr morgens, was für ein Müll wir uns anhören müssen. Also ich habe auch schon schlaue Menschen getroffen. Also ich bitte euch mal alle, an alle Christen, bitte. Aber habt ihr ihn verstanden? Jetzt mal ohne Spaß, habt ihr ihn verstanden? Oder ich frage jetzt mal dich, Dunja. Was hat Flex vor genau einer Minute gesagt? Der hat es nicht verstanden. Ganz kurz. Was hat vor einer Minute gesagt? Ich sag's dir. Er hat gesagt gehabt, als erstes, dass ich nicht weiß, was eine Prophezeiung ist. Und das zweite Punkt, was er gesagt hat, nach Koran kann der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam keine Prophezeiung treffen. Das ist aber damit verbunden, weil... Nein. Das meinte er. Natürlich meinte er das. Und nein, er hat gerade eine Geschichte erzählt. Also. Er hat gerade eine Geschichte erzählt. Was hat er erzählt? Also, sorry für die Beleidigung. Das ist Achlak. Verzeih mir. Okay, alle gehen mal ganz kurz auf Stumm. Ich erkläre es mal den Leuten und dann gucken wir, ob es eine Prophezeiung ist. Weil wenn das eine Prophezeiung ist, bin ich auch ein schwarzer Prophet. Okay, geht mal alle auf Stumm. Ja, ich mache jetzt einen auf schwarzer Prophet. Auch du auf Stumm, ganz kurz. Also Leute, jetzt mache ich einen auf, ich bin ein Prophet. Hört zu, Leute.
Ich sehe, okay, ich habe so Black Panther, ich habe so voll die Gang hier. Okay, hört alle zu, die Intelligenz des Islams. Er hat gesagt, das ist eine Prophezeiung. Hört zu. Wenn du den Christen sagst, hey, hör mal zu, kehre um, ansonsten wir nehmen euch ein, das ist keine Prophezeiung. So, jetzt mache ich das, ich drehe mal den Spieß um. Jetzt gucke ich mal links und rechts. Hey Mann, meine ganzen Black Panther Gangsters, meine ganzen christlichen Brüder und Geschwistern hinter mir, wisst ihr was, wir werden heute Rewe einnehmen. Wir rufen heute dort an und sagen denen, hey, kehrt um. Okay, sollen wir das heute machen, Brüder? Okay, so, jetzt nimmst du den Hörer, du telefonierst mit Rewe und dann sagst du Rewe, hey, hör zu, Rewe. Ich und meine Brüder werden euch hier übernehmen. Gib mir den Laden oder wir machen dicht mit euch. Okay? Wir machen dicht. Ich prophezeie das jetzt, dass ich jetzt komme und dich dicht mache. Boah, was eine Prophezeiung. Danke. Ich bin erleuchtet worden vom Islam. Das ist eine heftige Prophezeiung. Danke. Danke. Okay. Danke für diese Prophezeiung. Sehr schlau. Sehr schlaue Prophezeiung. Es ist ziemlich schlecht zu lügen und nach deiner Bibel kommst du sowieso in die Hölle, weil du ein Lügner bist. Und als zweites war es gar nicht so, wie du es gesagt hast. Es war so, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Runter, ja Jahil, runter mit dir, Mann. Ja Jahil, runter mit dir. Keiner kann mehr dein dummes Geschwätz hier hören, Mann. Sorry, TikTok sportlich. Ich kann so solche widerliche Lügen nicht hören. Jetzt wisst ihr, warum ich diese Leute irgendwann mal nach einer gewissen Zeit runterschmeiße. Weil das sind widerliche Lügner einfach, Leute. Die lügen, wo es nur geht. Er hat gerade eben die Geschichte erzählt. Ich habe es wieder gespiegelt und habe ihm erzählt, wie ich das machen würde, genau gleich. Und dann sagt er, ja, guck mal, was für ein Lügner bist, so wie deine Bibel. Nein, runter mit dir, du bist ein Lügner. Von A bis Z. Mit so solchen Leuten braucht man nicht debattieren. Nummer eins, er wusste nicht mal, wie oft Mohammed erwähnt wird. Ich als Christ wusste es sogar besser wie er. Ja, und dann sagt er, und dann lacht er, wusste nicht mal, wie oft Mohammed erwähnt wird. Bam, erster Knockout. Nummer zwei, er konnte mir anhand der Koran nicht mal beweisen, was Mohammed prophezeit hat. Dann hat er gesagt, ja, wir müssen zum Tafsir gehen. Ah, okay, Tafsir. Also der Koran ist doch nicht perfekt, wie es aussieht. Deswegen brauchst du die Tafsire. Und dann von Tafsir springt er zu Qurtubi. Du musst Qurtubi nehmen. Ibn Kathir ist auf einmal nicht mehr gut, dann sagt der Qurtubi, sagt das. Ja, dann gib uns doch mal die Quelle von Qurtubi. Ah, hat er auch nicht gegeben. Ja. Nummer drei, dann auf einmal sagt er, Mohammed hat zu den Christen gesagt, er hört sich selber nicht reden, während er diesen Text gelesen hat, hört er sich selber nicht mal reden, dann sagt er, hey, Mohammed hat die Christen gewarnt, sonst kommt er, um sie zu übernehmen. Ich kann auch Rewe übernehmen. Ich kann jetzt Rewe gehen und TikTok sportlich da reingehen und sagen, ich übernehme dich. Ist das jetzt auch eine Prophezeiung? Wow, Leute, intelligent. Sehr intelligente Prophezeiung. Danke. Und dann schreiben die alle hier drinnen, die Muslime, Allahu Akbar, er hat dich widerlegt. Ein Scheiß hat er gemacht. Er hat nur Müll geredet. Sportlich. Ja, TikTok sportlich. Die letzten 20 Minuten, der hat nur Müll geredet. Zum Thema, ich widerlege ihn, ich widerlege ihn. Der hat sich komplett von A bis Z komplett blamiert hier oben. Ja, Allahu Akbar, wir unterstützen dich, Bruder. Egal, wenn du lügst. Allahu Akbar, wir unterstützen dich. Der wurde begraben, dreckig begraben hier gerade. Und dann noch Allahu Akbar, Allahu Akbar. Der Kollege von euch wurde so hops genommen. Der wusste nicht mal, wie oft der Name von Mohammed vorkommt. Jeder hier drin hat aufgenommen. Bruder, das Ding ist, er ist auch die ganze Zeit von... Das kommt davon, wenn man zu hochmütig ist. Das kommt davon, wenn man zu hochmütig ist. Und das kommt auch davon, wenn man den Heiligen Geist verspottet. Und das ist dann sein Begräbnis. Ich hoffe, jemand hat das aufgenommen, dass ich das hochladen kann. Bruder, ich habe das aufgenommen. Echt jetzt? Ja, Bruder. Bruder, gib mir die Aufnahme. Ich schicke das dem Bruder anonym, der verfeinert ist. Und dann lade ich das hoch. So jemand muss bloßgestellt werden. Direkt. Ja,
Leute, guckt mal, ich werde jetzt prophezeien, okay? Ja, ich werde jetzt prophezeien, auf der ganzen Welt. In 3 Tagen wird es einen Tankstellenraub geben. Und Leute, ich sag euch, das passiert fast jeden Tag. Tankstellenraub. Das passiert. Also bin ich jetzt auch ein Prophet? Ah, ich bin jetzt Flex Salallahu Alaihi Wasallam. Ab heute, ich bin Flex Salallahu Alaihi Wasallam. Mein Name ist jetzt Flex Salallahu Alaihi Wasallam. Ja, bin ich jetzt auch ein Prophet oder was? Ein schwarzer Prophet. Flex Salallahu Alaihi Wasallam. Ja, mein Name ist Flex Salallahu Alaihi Wasallam. As-salatu wassalam. Ich bin ab heute Flex As-salatu wassalam. Ab heute. Jeder, der mich sieht, muss sagen Flex As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam. As-salallahu alayhi wassalam. Ja, was jetzt? Bin ich jetzt auch ein Prophet? Ja. Jetzt, rat mal sie, Bruder. Ja, Bruder, jetzt wollte ich nur sagen, weil wir wollten ja einen Prophet. Verzeihung aus dem Koran. Ja. Hm. Er wollte es erstmal bringen, hat eine Sura genannt, danach war es auf einmal ein Hadith, danach war es auf einmal Ibn Kathir, danach war es Al-Jalalain und danach die Bibel. Ja, das tut es. Plötzlich, das ist der Wahnsinn. Er springt von Koran zu Tafsir, dann tut er was? Von Ibn Kathir auf Kurtubi auf Hadith. Hadith keine Antwort. Ja, so auf jeden Fall eine Katastrophe hier, ja. Wo so, guck mal, Bruder, 4 Sachen. Wahnsinn. Im Namen des Vaters, im Namen des Heiligen Geistes und des Sohnes, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir die Wahrheit sprechen können, dass wir dein Evangelium nehmen, um was? Die Wahrheit zu verbreiten, dass wir dein Evangelium nehmen, das Wort Gottes zu sprechen, dass wir dein Evangelium einfach diese Bekenntnis bekommen, im Namen des Vaters, des Heiligen Geistes, des Sohnes, im Namen Jesu Christi bete ich, Leute. Amen. Amen. Kein Amen. Hochmut. Die kommen hochmütig hier hoch und knocken sich selber aus. Alle Ehre dem Vater, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die kommen sehr hochmütig hoch, hier oben zu uns und klatschen sich selber weg. Wir müssen nicht lügen, wenn wir über die Schrift sprechen. Wir sprechen die Wahrheit. Ich weiß, Leute, ich mache manchmal Spaß und alles und. Aber Leute, dieser Hochmut, was diese haben, wow, ne? Hey, ich weiß, ich mache Spaß, manchmal bin ich so in meine 5 Minuten, wo ich dann meine Späße mache und so, aber Leute, das ist eine ernste Sache, das müssen wir ernst nehmen. Das ist traurig, Leute, mehr als traurig. Flex as-salatu as-salam. Flex as-salatu as-salam. Sallallahu alayhi wa sallam, Flex. Ah, oh, Mann, ey, es ist beautiful. Beautiful. Einfach herrlich. Ah, Mann, Leute. Mir fehlen die Worte, Leute. Ja, mir fehlen die Worte. Ich hoffe, meine lieben Geschwister und Brüder, ihr verzeiht mir auch, wenn ich immer meine 5 Minuten habe. Ja, aber solche Dinge müssen bloßgestellt werden. Ja, solche Sachen müssen bloßgestellt werden. Das können wir nicht durchgehen lassen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Na? Ja. Ja. Gut, dann nehmen wir mal einen hoch. Okay, der hat die Anfrage wieder zurückgezogen. Okay. Rab Masih, Bruder. Ja, Bruder, jetzt.
Wenn du willst, kannst du ein bisschen über das Evangelium sprechen. Wir hören dir jetzt mal ein bisschen zu und dann, ich trinke noch nebenbei was. Bruder Herz, ich habe nicht so viel zu sagen. Ja, ich rede sehr gerne mit Muslimen. Aber, Bruder, ich höre dir gerne zu. Ist besser. Ich habe nicht so viel zu reden, Bruder. Hab schon Wasser getrunken. Genau. Meine lieben Geschwister. Keiner mehr will hoch. Natürlich. Also mit so viel Hochmut, wie der Kerl reingekommen ist und vernichtet worden ist. Die wollen über ihre Schrift nicht reden. Celine, Schwester. Ne? Merkt euch eine Sache. Die werden nicht hochkommen, wenn wir über deren Schriften reden. Wisst ihr warum? Sie können es nicht verteidigen. Deswegen kommen sie bei mir nicht hoch, weil ich werde direkt nach dem Koran fragen. Die haben Angst. Sie können ihre Schrift nicht verteidigen. Der Kerl, der reinkommt, weiß nicht mal, wie oft Mohammed vorkommt im Koran. Ich als Christ muss ihnen sogar beibringen, wie oft es sein Name vorkommt. Auzu billah. Sallallahu alaihi wa sallam. Hauptsache, der geht in der Moschee und sagt, A'udhu billah, oh, mashallah, mashallah, mashallah. Aber weiß nicht mal, wie oft Mohammed in seinem Buch vorkommt. Mashallah, mashallah, mashallah. Aber weiß nicht mal, wie oft dein Mohammed vorkommt. Und dann greifen sie noch die Bibel an. Kennt aber sein eigenes Buch nicht. Woher nimmst du dir das Recht, über meine Religion zu reden? Woher nimmst du dir überhaupt das Recht, hier in Deutschland nach einem Kalifat zu sprechen? Woher nimmst du dir dein Recht? Woher nimmst du dir dein Recht, dass du hier in Deutschland ein Kalifat haben möchtest? Woher nimmst du dir überhaupt das Recht, in einem christlichen Land sowas zu fordern? Woher nimmst du dir überhaupt das Recht? Warum bewegst du dich auf einem Kuffarboden? Das ist Kuffarboden. Was willst du hier? Das ist doch Kuffarland. Das ist ein Kuffarland. Woher nimmst du dir das Recht, in einem Kuffarland überhaupt zu leben, wo Christen sind? Das ist doch ein Kuffarland. Wenn es dir nicht passt, hey, das ist ein Kuffarland. Kuffar pur. Ja, was willst du denn jetzt hier? Ja, da ist sie auf einmal ruhig, ja? Kannst nichts sagen. Ja, ich weiß, da kannst du auch nicht mehr antworten. Ne? Aber meine lieben Geschwister, ich werde euch die Bergpredigt jetzt vorlesen. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich weiß, manchmal ich bin knallhart, aber Leute, wir müssen die Wahrheit sprechen. Ne? Bruder, das Ding ist ja, wenn deren islamischer Staat in Europa reinkommt, in Deutschland als erstes, Muslime sind die Ersten, die therapiert werden, weil sie in Darul Kufr leben, in einem Land der Ungläubigen. Auf jeden Fall, ja. Ja, Bruder. Da schreibt sie, habt zu wenig Zeit für sowas, ich muss beten. Ja, geh beten. Ja, aber bete nicht in einem Kuffarboden. Ja, das ist Kuffarboden, du dürftest hier gar nicht beten. Du musst in einem Boden beten, wo es heilig ist und nicht in einem Kuffarboden. Deswegen buch dir ein One-Way-Ticket und flieg zurück. Boom. Ganz schnell. Bam. Ja, in einem Kuffarboden tust du beten, ey. Schäm dich, Mann, ey. Bruder, ich war vor ein paar Tagen in einem muslimischen Live, also ich gehe eigentlich gar nicht beim Muslim hoch, aber ich war in einem muslimischen Live, da waren 4, 5 Muslime. Ich habe ihn nur gefragt, was hat Allah für euch oder für die Menschheit getan? Gar nichts. Keiner hat mir irgendwas gesagt. Also wenn ein Muslim mich fragt, was mein Gott für die Menschheit getan hat, dann werde ich sagen, an die Muslime, ich werde sagen, mein Gott hat die Blinden sehend gemacht und mein Gott hat die Gelähmten zum Laufen gebracht. Mein Gott hat die Kranken gesund gemacht und hat die Toten lebendig gemacht. Er starb am Kreuz für die Sünden der Menschen und ist nach 3 Tagen auferstanden. Und jetzt, was hat euer Gott für die Menschheit getan? Gar nichts. Weißt du, was sie antworten? Guck mal, ich prophezei das. Sie antworten, er hat uns erschaffen, er hat uns Leben gegeben. Wow, wow. Das hat mein Gott auch getan. Hat doch mein auch. Der islamische Gott ist wie jeder Gott, aber mein Gott ist nicht wie jeder Gott. Genau. Unser Gott. Ja, Bruder.
Genau. Mach gerne die Bergpredigt. Guck mal, Leute, ich will euch eine Geschichte erzählen. Vor genau einem Jahr habe ich Dubai so geliebt, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe selber zu mir gesagt, hey, ich wünsche mir in Dubai ein Haus, in Dubai und alles drum und dran. Aber seitdem ich gemerkt habe, was für eine Agenda dahinter steckt, weil ich tief im Glauben bin mit dem Herrn Jesus Christus, habe ich mir echt gedacht, so Finger weg von so solchen Staaten. So einen Staat brauche ich gar nicht besuchen. Niemals. Ich habe wirklich so ganz anders gedacht vor einem Jahr. Da habe ich gesagt, boah, Dubai, voll schön und so, ja, und alles. Leute, da ist egal, darüber will ich gar nicht sprechen. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Alles, es ist nicht so schön, wie es so ist, wie man das so zeigt. Das ist gar nicht so. Aber egal, das ist wieder ein ganz, ganz anderes Thema. Das hat jetzt nichts mit Religion zu tun. Aber wie gesagt, Leute, ihr wisst Bescheid, was ich sagen möchte. Leute, wir gehen jetzt erstmal in Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Die Seligpreisungen machen wir jetzt einfach mal zusammen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir dir dienen können, dass wir dein Wort folgen, dass wir dein Evangelium weitergeben, dass die Brüder und Geschwister wach werden, dass Deutschland wach wird, dass Deutschland das Evangelium Gottes hört. Im Namen des Herrn Jesus Christus bete ich. Amen. 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 Bitte alle ein Amen, ne, an die ganzen christlichen Brüder und Geschwister. Alle ein Amen. Ja, Amen. Alle mal ein Amen an den Chat. An die ganzen christlichen Brüder und Geschwister. Alle wirklich ein Amen. Ne? Ich küsse doch euer Herz. Danke, danke, danke. Ne? Es ist wichtig, dass wir diese Aufklärung machen. Es ist jetzt schon 3 Uhr. Puh. Wow, ich muss ein paar Stunden trainieren gehen. Uiuiui. Aber ich muss auch ganz ehrlich sein, ich habe schon geschlafen. Ich habe schon geschlafen tatsächlich, deswegen wundert euch nicht, warum ich so wach bin. Ich bin mega wach, ja, weil ich schon ein paar Stunden geschlafen habe. Ne? Das Ziel war eigentlich auch ein bisschen früher live zu kommen, aber ich bin eingeschlafen, Leute. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Puh, wie ein Baby, sag's euch. Bin wach, ich werde jetzt vielleicht so circa eine Stunde werde ich dann auch noch mal schlafen gehen. Genau. Leute, an alle, die diesen Stream supporten. Ich weiß, mit den Likes seit ihr sind die letzten Tage wirklich sehr, sehr schwach. Ja, kein Lob an euch. Ja, doch, ich lobe euch immer. Wollte ich nur eine Sache sagen, Leute. Vielen, vielen Dank, dass wir die christlichen Streams, die Brüder unterstützen, dass wir die Streams der christlichen Brüder und Geschwister pushen, ja, dass wir gemeinsam wachsen zusammen. Das ist äußerst wichtig. Und ich bedanke mich jedes Mal bei euch und auch an die ganzen Supporter, die hier drin sind. Ja, es ist kein Muss. Ihr tut es trotzdem und deswegen bedanke ich mich dafür, ja, dass ihr supporten tut. Ich bedanke mich. Es ist kein Muss. Ihr tut es trotzdem und deswegen bedanke ich mich dafür. Ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr das hier pushen tut, dass ihr das hier supportet und dass ihr die christlichen Streams supportet. Was ich euch mitgeben möchte,
Nochmal, das habe ich heute erwähnt, aber ich erwähne das heute nochmal für die, die hier drinne sind. Christen, die sich für mega wissend halten und andere Brüder und Geschwister bloßstellen wollen und diese fertig machen wollen, haltet euch fern von diesen Heuchlern. Denn Christus warnt uns ebenfalls im Evangelium, ja, dass wir nicht in sowas reingehen sollen. Da warnt uns Christus. Ja, haltet euch fern von Menschen, die sich als mega wissend darstellen und euch fertig machen. Damit meine ich, wenn diese Person in Christus ist und sich als mega wissend darstellt und seinen eigenen Bruder fertig machen möchte, haltet euch fern, denn das ist ein Heuchler. Der hat mit Christus nichts zu tun. Weil du als Christ hast die Aufgabe, wenn du ein brachiales Wissen hast, bezüglich der Bibel an die Brüder und Geschwister weiterzugeben, aber nicht gegen sie zu feuern. Ja, denn das ist eine verdorbene Frucht. Und diese Streams, was sie meistens machen, tragen auch keine Früchte. Und da will meistens auch gar keiner zuhören. Ganz einfach, da will auch keiner zuhören, weil das ist heuchlerisch. Deswegen, meine lieben Geschwister und Brüder, merkt euch bitte eine Sache. Ja, ganz kurz. Deswegen merkt euch bitte eine Sache, meine Brüder und Geschwister. Haltet euch, hey, errettet, Bruder. Vielen, vielen Dank. Ich küsse auf dein Herz. Deswegen merkt euch das bitte, was ich sage. Haltet euch fern von Streams, die gegen eigene Glaubensbrüder und Geschwister schießen. Ja, wenn ihr diese Menschen seht, dass diese gegen Brüder schießen, so mache ich das auch, sofort hochgehen, blockieren, einfach nur blockieren, tippen, blockieren und fertig. Unterstützt diese Streams nicht, unterstützt keinen Christen, der gegen andere Glaubensbrüder und Geschwister schießen tut. Das ist nicht christlich. Das wollte ich euch nur noch mal mitgeben für heute Abend. Ja, genau. Hallo? Hörst du mich? Wir hören dich super gut, ja. Ich wollte fragen, was ist Jesus eigentlich? Ist er Gott oder ist er der menschliche Gott oder was ist er eigentlich? Ich weiß es nicht, sag du es mir. Was bedeutet denn für dich menschlicher Gott? Warte, Rahmasi, warte. Alles ganz kurz, Bruder. Ja, mein Lieber, erstmal, wie heißt du? Ich heiße Alham. Wie heißt du? Eiham. Einhorn, okay, ja, Mr. Einhorn, dann erklär mir mal. Ich hab Eiham, keine Ahnung. Bruder, Eiham. Einham, okay. Eiham, ja. Egal. Also ich weiß es nicht, sag du es mir. Also ich glaube, er ist ein Mensch von Gott. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er Gott ist. Okay, wie kommst du drauf, dass er nicht Gott ist? Ja, ich weiß nicht, aber ich weiß ja, keine Ahnung, deswegen frage ich dich ja. Bist du auf der Suche oder zweifelst du an deinen Glauben oder was ist denn dein Ziel? Ich möchte nur von deiner Sicht aus wissen, warum du oder was dich hierher bringt heute. Weil ich eine Frage habe, die mir nicht beantwortet wird. Okay, du willst also diese Frage beantwortet haben. Meine Frage ist aber nochmal, ich stelle diese Frage nochmal. Bist du auf der Suche oder bist du nur hier, um zu widerlegen? Oder möchtest du über die Bibel erfahren? Möchtest du Jesus Christus besser kennenlernen? Was ist denn dein Ziel? Kannst du uns das sagen? Ich möchte ihn besser kennenlernen. Du möchtest Jesus Christus besser kennenlernen? Ja. Das heißt also, du zweifelst an deinen Glauben im Islam. Ich bin Christ. Was bist du? Ich bin Christ. Du bist Christ? Ja. Welcher Landsmann bist du, wenn ich fragen darf? Das möchte ich nicht sagen. Uyeganani. Ha? Ufrigana. Bro, ich komme nicht aus Afrika. Okay.
Was für ein Landsmann bist du denn? Erzähl mal. Ja, das möchte ich nicht sagen. Das möchtest du nicht sagen. Ja. Okay, aber oh Mann, so kann ich auch mit dir nicht reden, wenn du mir nicht mal sagen kannst, was für ein Landsmann du bist, damit wir tiefgründiger in die Materie reingehen. Ja, Bro, ich will doch nur meine Frage beantwortet haben. Was kennst du denn bisher über das Christentum? Ja, nicht viel eigentlich. Okay. Zweifelst du an dem Islam? Bro, ich bin kein Moslem. Okay, dann sag, dass Mohammed nicht dein Prophet ist. Mohammed ist nicht mein Prophet, Bro. Okay, also gut, dann können wir reden. Du hast gefragt, ob Jesus Gott ist, richtig? Ja. Ja, Jesus Christus ist Gott, richtig. Okay, danke. Die Pharisäer haben gesagt, warum er von sich aus selbst ein Zeugnis gibt. Und er hat gesagt, sein Zeugnis, auch wenn er ein Zeugnis von sich aus selber gibt, ist sein Zeugnis auch richtig. Und sein Gericht ist recht. Ja. Und nur ein Gott spricht so. Und er sagte auch zu den Pharisäern, da wo ich hingehe, da kommt ihr nicht hin. Ja, und so spricht ganz klar ein Gott, denn er weiß, wohin er geht. Ja, die Pharisäer wissen aber nicht, wohin sie gehen, wenn sie tot sind. Jesus Christus sagte aber, da wo ich hingehe, da kannst du mir gar nicht folgen. Die Propheten haben nicht mal so gesprochen. Moses hat nicht so gesprochen. Johannes hat nicht so gesprochen. Keiner von den Propheten hat so gesprochen. Jesus Christus schon, weil er weiß, wohin er geht. Weil er Gott ist. Er wurde Knecht. In Philipper Kapitel 2, 5 bis 11 lesen wir, dass er die Knechtgestalt annahm. Er, Gott selbst, nahm die Knechtgestalt an. Er wurde Knecht. Für was? Für die Liebe. Das nennt man Liebe. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Wegen deiner Sünde ist er am Kreuz gegangen, damit du errettet wirst. Ja. Ich okay? Verstehe. Ja, ich verstehe. Was möchtest du denn noch wissen? Du kannst gerne Fragen stellen. Weißt du, was sehr lustig an den Muslimen sind? Weil du bist ja kein Moslem. Ich sag dir mal, was sehr, sehr lustig bei den Muslimen sind, Leute. Nimm das mal auf. Und dann die Intelligenz und die Theologie des Islams, wie intelligent der Islam wirklich ist. Also, Gott kann nicht Mensch werden, aber laut Sure 28, Vers 30, kann Allah ein Baum sein. Oh. Oh, Allah kann Baum sein, Sure 28, Vers 30. Allah spricht vom Baum aus und sagt, hallo, Moses, hier bin ich, Herr der Weltenbewohner, hallo, hallo. Ah, Allah kann Baum sein. Sure 27, ich glaube 9 bis 12, Allah ist im Feuer drinne und segnet alle, die drumherum sind. Leute, guck mal, wie intelligent der Islam ist. Okay? Also, Allah kann Feuer sein, Allah kann Baum sein, aber Allah kann kein Mensch sein. Also, sie schränken Gott schon ein. Sehr intelligent ist der Islam. Haha. Sehr intelligent, hä? Theologie, hä? Haha. Genau. So, jetzt. Mein Lieber, kannst du mir Fragen stellen? Ich wollte, also wegen Lust, ich wollte fragen, so, was passiert, wenn ich Lust so wieder falle? Nochmal, ich verstehe dich ganz schlecht. Also sagen wir mal, ich habe Lust und ich gehe der Lust nach und versuche sie nicht so zu bewältigen. Wie soll ich das sagen? Und ich sündige dann, wegen der Lust. Was passiert dann mit der Beziehung zu mir und Gott? Also, du musst eine Sache verstehen. Wenn du bewusst sündigen tust, ja, dann ist das, ja, dann ist es eine klare Sünde. Ja, aber tu Buße. Wenn du es von ganzem Herzen bereust, dann wird dir der Herr vergeben. Der Herr wird dir vergeben. Wenn du es aber wirklich von ganzem Herzen bereust,
Wir haben alle Sünden. Wenn du mich fragst, was ich vor ein Jahr gemacht habe, das willst du gar nicht wissen. Ich war böse unterwegs. Ganz, ganz böse. Nicht nur hier so bisschen so ganz böse unterwegs. Ich war verdammt böse unterwegs. Also böse geht's gar nicht. Sehr, sehr böse unterwegs. Ich war im Darknet unterwegs. Ich habe mit Leuten Kontakt gehabt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich war ganz, ganz böse unterwegs. Verdammt böse unterwegs. Und ich bin wirklich Gott froh, ja, dass ich zum Herrn Jesus Christus gefunden habe und dass ich von heute auf morgen all diese bösen Sachen abgelegt habe. Und gesagt habe, nein, ich glaube an Jesus Christus. Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Weg damit. Ja, also ich meine, ich hatte das so auch. Ich wollte das dann nicht mehr so machen. Aber dann ist es halt wieder passiert und dann bekomme ich so Angst zu beten, weil ich weiß so, Gott ist von mir enttäuscht und so. Aber momentan hast du ja keine Religion, sagst du, oder? Nein, ich habe mir schon so, also du musst vorstellen, wie das so angefangen hat, so ich hatte so ein griechisch halb georgischen Freund und wir waren so bei einer Kirche und er hat mir das so gesagt und so. Er sagte, ob ich so Interesse habe. Und dann sagte ich, ja. Und er sagte so, ja, wenn du dran glaubst, dann bist du's. Und ich sagte, ja, ich glaub dran. Und er sagte, ja, bist du Christ. Dann habe ich das einfach so angenommen. Und ich glaube, ich bin Christ. So. Also ich versuche das so auch nachzugehen. Ich bete auch. Okay. Ja. Möchtest du Christus denn wirklich annehmen? Ja. Okay. Was hält dich denn davon ab, dir beispielsweise dein Leben Christus zu geben? Was hält dich denn so davon ab, wenn ich dich fragen darf? Ja, die Lust eigentlich nur. Möchtest du das ablegen und den Herrn Jesus Christus annehmen? Ja. Hm? Ja. Ja, ich habe ja gesagt. Okay. Würdest du ins Gebet gehen und sagen, hey, Herr Jesus Christus, bitte nehme, okay, wir sind alle Sünder. Aber was meinst du denn mit Lust? Ja, halt diese, halt Pornos und so, ja, was soll ich sagen? Okay, das musst du, das wirst du besiegen. Weißt du warum? Warum? Ich sag dir ganz ehrlich, das ist dein Kopf, der mit dir spielt. Okay? Okay. Ich weiß, was du meinst. Und soll ich dir eine Sache sagen? Das habe ich schon sehr lange abgelegt. Leute, bitte, bitte nicht lachen. Bitte nicht lachen. Ja? Ich weiß, was er da sagt. Und ich kann ihn verstehen. Es ist wirklich nicht witzig, Leute. Bitte, bitte nicht lachen, bei aller Liebe. Ich küsse doch eure Herzen. Ne? Du schaffst das. Du kannst es heute auf morgen komplett ablegen. Und ich kann dir auch sagen, warum du das ablegen kannst. Das ist nicht echt. Es ist sehr schwer, davon wegzukommen. Ich weiß. Wir Männer sind alle in diesem Problem auch drin gewesen. Okay? Aber soll ich dir was sagen? Ich habe diese Sachen von heute auf morgen komplett zur Seite geschoben. Und ich will nichts mehr mit diesen ganzen Sachen zu tun haben. Ich guck mir solche Sachen auch gar nicht an. Schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Oder selber an sich so rumzumachen und so. Bruder, das wirst du nicht glauben, aber ich mache das seit Ewigkeiten nicht mehr. Ewig, ewig, ewig nicht mehr. Weil das ist nicht richtig. Das ist ein hartes Thema. Ich weiß, das ist ein hartes Thema. Aber wenn du willst und wenn du stark genug bist, glaube mir das. Ich will dir nur einen Tipp geben. Wenn du mit diesen Dingen aufhörst, dann spürst du diese Kraft in dir. Diese enorme Kraft, wie geladen du bist, wenn du diese Sachen ablegst,
Denn das ist die Lust des Satans, das möchte Satan. Und das nimmt die Kraft weg. Wenn du aber all diese Sachen heute auf morgen ablegst, garantiere ich dir, du spürst diese Energie, diese Kraft, die du hast, diese gewaltige Kraft. Und durch den Herrn Jesus Christus, wenn du zum Christus betest, er wird dir diese Kraft geben, dass du diese Sachen nicht tust. Vertrau mir. Ich bin schon lange raus aus dieser Geschichte. Gott sei Dank, alle Ehre dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn, dass ich raus aus dieser Geschichte bin. Ich gucke mir solche Sachen noch gar nicht an. Ich gucke mir solche Sachen gar nicht mehr an. Schon seit Ewigkeit nicht mehr. Jesus Christus liebt dich. Und wenn du Jesus Christus, du musst keine Angst haben. Das, so wie du gedacht hast, das habe ich auch gedacht. Ich habe immer wieder gesagt, oh, ich traue mich nicht, den Herrn Jesus Christus das zu fragen und so. Wenn du aber den Herrn Jesus Christus darum bittest, dass er dir diese Sachen wegnimmt, er wird es dir wegnehmen. Du musst diese Disziplin auch haben, die Finger davon. Lösch die ganzen Verläufe, wenn du irgendwelche, lösch die Verläufe raus aus deinem Handy. Bei mir wirst du gar nichts darüber finden. Alles weg, weil das hat nichts mehr mit Gott zu tun. Weg damit. Klar, dass wir sind Männer, okay? Ich kann es verstehen, wir sind Männer, wir werden notgeil. Ja, ich weiß, wir sind Männer. Wir sind Männer, wir sind halt einfach Männer. Ja? Wir haben diese Lust eben halt. Das ist normal, ja. Aber du kannst dich schon unter Kontrolle haben. Wenn du zum Herrn sagst, hey, er soll dir das nehmen. Vor allem das, was du vorhin gesagt hast. Ich weiß, das ist unangenehm, aber deswegen sprechen wir auch drüber gerade. Ja. Bete zum Herrn und er wird dir das nehmen. Ich würde gerne etwas Schönes sagen, wenn du mir nachsprechen würdest, würde ich mich mega freuen. Bist du bereit dafür? Ja. Okay. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib und Seele und Geist. Mit Leib und Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Amen. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Und er wird es dir nehmen. Bete selber, geh auch nochmal selber ins Gebet. Und ich werde auch für dich beten, mein Bruder. Okay? Dankeschön. Ja. Du kannst ganz entspannt sein. Ne? Du kannst ganz entspannt sein und ganz cool bleiben. Ne? Wenn es eine Sucht ist, ja, du kommst davon weg. Aber merk dir meine Worte, was ich dir gesagt habe. Wenn du diese Sachen ablegst, dann merkst du, wie kräftig du wirst. Ich meine das ernst, das ist kein Spaß. Das ist eine bestimmte Energie, die sich in deinem Körper laden tut. Wenn du nicht daran denkst und dein Mann, generell dein Mann wird stärker. Du selber stärkst dich. TikTok sportlich. Ich will jetzt nicht ganz genau ins Detail gehen, aber ich sage, dein Mann stärkt sich. Wir Männer haben dieses Jagdinstinkt. Ich weiß, was du meinst. Ja, dieses Jagdinstinkt haben wir wirklich, dass wir, ja, das haben wir, alles gar keine Frage, das haben wir wirklich, wo wir sagen, okay, hey, aber was wichtig ist, ja, dass du das, was du mir gesagt hast, dass du das ablegst, das ist, ja, aber das kriegst du hin, sage ich nochmal, das wirst du hinkriegen. Okay, danke für dein Vertrauen.
Auf jeden Fall ist kein Problem. Und wenn du noch keine Bibel hast, hast du eine Bibel da? Ja. Welche Version, was hast du für eine? Altes Testament und Neues zusammen, so in einem. Okay, welches hast du? Elberfelder, hast du Schlachter, was hast du denn? Übersetzung, Bruder. Ja. Welche Übersetzung? Eigentlich gehört es eigentlich mein Bruder, aber ich habe es auch mal so gelesen. Mhm. Aber ja, welche Übersetzung? Also, ich kann dir sagen, wie sie aussieht. Okay. Also, die ist so, hat so eine silberne Farbe. Ist die vielleicht Gold? Nein, Silber einfach. Also, es hört sich so an, als würde ich lügen, aber ich meine halt so ernst. Ich habe eine Bibel, aber ich habe nicht wirklich viel gelesen davon und so, deswegen. Okay. Ja, ich würde dir einfach raten, lies bitte. Guck mal am Anfang, was da draufsteht. Da müsste schon irgendwo die Übersetzung sein oder die erste Seite. Da müsste schon die Übersetzung sein, von wem das ist, ob es die Lutherbibel ist oder ob es die Schlachter ist oder ob es die. Aber okay, ist nicht so schlimm. Das kannst es mir im privaten Chat kannst du es mir sagen. Warte, ich schau mal, ob ich die finde. Also ob die vielleicht bei mir ist oder bei meinem Bruder. Ja, ist kein Problem. Ist kein Problem, alles gut. Okay. Wo soll das stehen? Guck mal auf der ersten Seite, wenn du die Bibel aufschlägst. Im Verzeichnis. Guck mal im Verzeichnis, ob da was drin steht. Also, hier steht. Oder wenn du gleich das erste Blatt aufmachst, der müsste oben stehen, Elberfelder oder Schlachter. Was steht bei dir? Also, hier steht noch nichts. Okay. Steht nichts? Das muss doch... okay. Okay, komisch. Kannst du das vielleicht hochladen? Ich schau gerade. Steht eine neue Welt, King James. Also hier steht gerade so Fragen über die Bibel und dann stehen da so Seiten, so antwortmäßig. Okay, ich glaube, du hast die neue Welt. Neue Welt? Also hier steht neue Welt Übersetzung. Was steht da? Neue Welt Übersetzung. Genau, dann hast du neue Welt. Okay, ach dann so. Weiß ich schon, welche du hast. Du hast neue Welt. Oder ist das nicht die Zeugen Jehovas Bibel? Nochmal? Also ich habe das nicht so verstanden gehabt, was ich so lesen soll. Also da stand. Okay. So, ja. Ich würde dir empfehlen, damit du den Herrn Jesus Christus besser kennenlernst, ich würde dir empfehlen, die Schlachter zu nehmen und ab Johannes Evangelium. Okay. Also, du musst dir vorstellen, das ist halt so schwierig mir beim Lesen, weil ich habe so eine Konzentrationsstörung. Okay, bist du besser im Hören? Soll ich dir eine Bibel geben zum Hören? Also geht das nicht so auf YouTube? Ich schick dir einen Link und dann gebe ich dir den Hörbuch, okay? Okay. Ja, passt das, Bruder? Ja, es passt. Danke, sehr schön. Dann bedanke ich mich und danke für deine Ehrlichkeit. Am Anfang war ich mir unsicher, ob du ehrlich bist, aber vielen, vielen Dank. Deswegen mache ich auch immer diese kleinen Tests und ich bedanke mich einfach nochmal bei dir, okay? Ja, ich danke dir auch. Okay, sehr schön. Also, dann Gottes Segen dir und gute Nacht, ja? Gute Nacht. Ja, Gottes Segen, Bruder. So, Nathella. So. Ja, hallo, schönen, wunderschönen guten Morgen oder gute Nacht. Bist du Abend. Moslem oder bist du Christ? Ich bin Mensch der Erde.
Moslem oder bist du Christ? Ich glaube an Gott. Weil, guck mal, Flexe, ich höre dir schon sehr lange Zeit zu. Bist du Moslem oder bist du Christ? Guck mal, verteidige bitte deine eigene Religion vernünftig. Bist du Moslem oder bist du Christ? Hör auf über... Bist du Moslem oder Christ? Ey, ich... Alles klar, wenn du die Frage nicht beantworten willst, du schämst dich für deine Religion, wie es aussieht, ja? Genau, sie ist auf jeden Fall vom Anstalt weggerannt, wie es aussieht, ja? Also, mehr muss man dazu nicht sagen. Also, entweder du willst unsere Fragen beantworten oder du möchtest nicht beantworten. Verteidige erstmal dein Glaube. Also, wir haben die letzten Jahre unser Glaube schon mehrmals verteidigt, ja? Und wenn ich die Frage stelle, bist du Moslem oder Christ? Ich bin Mensch. Meine Frage war, bist du Moslem oder Christ? Ich bin Mensch. Ich bin Mensch. Ich bin Mensch. Ja, ich weiß, dass du Mensch bist. Ja, aber meine Frage... Oh Mann. Ey, Mann, diese Welt ist so kaputt. Ey, ich kann nicht mehr. Du stellst die Frage, bist du Moslem oder Christ? Ich bin Mensch. Bist du Moslem oder Christ? Ich weiß, dass du ein Mensch bist. Ja, aber ich will wissen, welche Religion du angehörst. Ich bin Mensch. Ja, danke schön, dass du uns erleuchtet hast, dass du ein Mensch bist. Wir wissen, dass wir alle Menschen sind. Ja, aber vielleicht hättest du ja auch was anderes sein können. Mensch. Ja, danke. Ja. Naja, Bruder, ich kenne sie, sie war Muslim. Ah, scheiße. Ey, diese Welt ist nicht normal, Mann. Diese Welt ist nicht normal. Ey. Ah, oh, Leute, du. Und dann beleidigt sie auch noch in den Chat. Du Bitch, du Hund, du Khansir. Ja, alles gut. Salallahu alaihi wasallam, simsalabim. Beruhig dich, Nutella. Ja, beruhig dich, simsalabim. Ja, vielleicht können wir Hex machen. Ja, mach dir keine Sorgen, alles gut. Aber meine lieben Geschwister und Brüder, wir machen jetzt an dieser Stelle eine kleine Pause. Ja. Wir gehen jetzt alle schlafen. Ja, wir sind jetzt viel zu lange live. Ich weiß, das ist besser wie Netflix. Tatsächlich, ja. Ich gehe mal davon aus, dass ich, also ich bin auch ganz ehrlich, Leute. Wir können alle Netflix kündigen und dann können wir einfach die Livestreams hier weiterhin beobachten von den Brüdern und Geschwistern. Ne? Genau. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, Leute, dass wir das Wort des Herrn weitergeben können, dass wir das Wort des Herrn darüber sprechen können, dass wir selber lernen, dass wir diese Bekenntnis erlangen von dem Herrn Jesus Christus und dass wir das Evangelium verbreiten und viele kommen wieder zu Christus, viele kommen zur Erkenntnis, viele verstehen jetzt langsam das Evangelium Gottes und viele nehmen das Evangelium Gottes an und bekehren sich zu dem Herrn Jesus Christus. Ja? Deswegen alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir die Wahrheit sprechen können. Und darüber aufklären und dass wir diese Söhne des Satans komplett bloßstellen, was wirklich unsere Aufgabe ist, auch die Dunkelheit aufzudecken. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass er uns diese Kraft gibt, das Evangelium gibt, um was diese Söhne des Teufels zu exposen. Im Namen des Herrn, im Namen des Vaters, im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Alle Amen bitte in dem Chat. Ich küsse eure Herzen. Ja. Alle Ehre dem Vater, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja? Amen. Amen. Ja, Leute, ich würde noch mit euch weitermachen, aber ich will noch ein bisschen chillen, ne? Und will noch ungefähr eine Stunde chillen und dann schlafen gehen. Tatsächlich. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ne?
I love you guys. Und genau. Bis später.